Wir spielen jetzt original, denn es gibt auf dem GameCube noch den Arrangiert-Modus. Und arrangiert bedeutet, dass man, glaube ich, mit Minigun und Endlos-Raketenwerfer startet oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Claire A, Leon B in Arrangiert nochmal machen, nur so zum Spaß. Aber jetzt erstmal original auf normal. Resident Evil 2. Hey, Löffelkreis. Genau, heute gemischt. YouTube und Twitch gemeinsam. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus. A mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation in the affair. The case was apparently closed thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. Die Musik ist so geil trashig irgendwie, ne? But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Gut, die Hintergrundstory wäre geklärt. Dann kann es ja losgehen. Jo, auf Twitch war gerade ein Hype-Train. Dankeschön dafür. Danke an alle, die Sub gegiftet haben und gesubbt haben. Wir haben auch wieder ein Sub-Goal, aber das sieht man gar nicht, ne? Ich glaube, wenn wir 60 Subs erreichen, dann gibt es nämlich den ersten Resident Evil 2 Bonus. Ich habe wieder coole Bonis vorbereitet. Apropos Bonis, wir haben schon den... Aber dann machen wir nach dem Intro. Ich will jetzt nicht reinreden. Die Atmosphäre und so. Goblin Bob, dankeschön. Und auch Slider Rex, auch an dich. Vielen, vielen Dank für die Bits. Super nett von dir. Danke fürs Mitglied werden, Goblin. Goblin Bob. Man, what a mess. What could have done this? What was that? What are these things? Das ist die GameCube-Version. All right, that's far enough. Don't move! Don't move. No! No! Don't touch my boots! What's up with that guy? That was a clean hit. Da liegt eine verletzte Frau am Boden und hält sich an seinem Schuh fest und er sagt No! Und er schießt sie. Das ist hier eine Überreaktion. Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Ich dachte damals, dass es dieselbe Grafik hätte wie Resident Evil 1 auf dem GameCube. Ja, schon. Resident Evil 2 auf dem GameCube war kein Remake oder sowas. Oh, wartet, jetzt kommt gleich die geilste Szene überhaupt. Das fand ich damals als Kind so irre fotorealistisch. Wenn das Auto so um die Kurve driftet und dann kommt der Truck dahinter. Sieht aus wie echt. Ich bin gespannt, ob es immer noch so gut aussieht. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Wow, echt immer noch gut, ne? Finde ich schon. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Zombie. Wer kennt sie nicht? Das. Ja.
Das finde ich im Remake so schade, dass sie das mit dem A- und B-Game nicht so schön hingekriegt haben. Damit die beiden Seiten des Autos, und je nachdem, ob man innere Sicht spielt, rotiert das Auto und dann startet man mit ihr halt auf der anderen Seite und so weiter. Super schön. Moin, ich möchte mir ein Resident Evil kaufen, hab eine PS4. Welchen Teil empfiehlst du da? Boah, wenn du klassischen Survival-Horror willst, kannst du dir auf der PlayStation Code Veronica noch holen oder auch das Komplettpaket mit Zero und dem ersten Teil. Das sind gute Einstiegspunkte für klassisch Survival-Horror und coole Spiele alle. Oder wenn du eher ein bisschen modernere Schulterperspektive willst, dann fang gleich mit den Remakes an. Oh, Steuerung, wartet mal, die Steuerung funktioniert nicht. Okay, jetzt geht's, oh Gott sei Dank. Genau, dann fang gerne einfach mit den Remakes an. Resident Evil 2, 3, vor allem auch 4, ganz großartige Spiele. Da kannst du nichts verkehrt machen. Alle großartig. Hey, Desert Railgun, hallo. YouTube-Stream finde ich viel besser. Na dann, hallo. Ja, gucken wir mal. Ich hoffe, das funktioniert. Dann können wir das regelmäßig machen. Auf beiden. Er könnte ja die Uniform auch geklaut haben, ne? Man weiß es nicht. So, schauen wir mal, dass wir hier gut durchkommen. Hui, das war knapp. Gut, gerade noch. Das Slalom kenne ich noch. Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Resident Evil 1 wird als Let's Play auf dem Let's Play-Kanal noch zu Ende gebracht, auf jeden Fall. Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Der Kendo. Finde ich ganz nice, dass die dem im Remake so eine aufgeblasene Rolle gegeben haben, also mehr Screentime gegeben haben. Aber ich habe ihn am Anfang sehr vermisst, muss ich sagen. Der Anfang wirkt irgendwie, den habe ich im Original sehr geliebt, den Part hier, super cool. Aber im Remake ist er so kurz und so schnell vorbei, da war ein bisschen enttäuschend. Man kommt ja dann nochmal zurück auf die Straßen im Remake und so, aber trotzdem. Hallo. Dürfte ich mal kurz? Nein! Aha. Dürfte ich mal kurz? Ich bin auch gleich wieder weg. Ich will euch gar nicht beim Essen stören. Ja. Tschö. Ah, kurze Hänger haben wir manchmal in der Emulation. Ich weiß nicht, woran es liegt. Habe ich schon gemerkt auch. Hallo, Astrubal. Endlich mal geschafft, live dabei zu sein. Das freut mich. Danke für die vielen tollen Videos auf YouTube. Sehr, sehr, sehr gerne. Freut mich sehr, dass sie dir gefallen. Super cool. Zombie-Slalom, der neueste Trendspot auf Raccoon City. Ja, ja, stimmt. Ich, so im direkten Vergleich muss ich schon sagen, dass es von Resident Evil 2 zu 1, also von 1 zu 2 besser gesagt, schon starke Fortschritte gab. Also das spielt sich viel besser, die Zombies reagieren viel besser, die haben keine Invincibility Frames, ne? Man konnte ja im ersten Teil nur auf die schießen, wenn die entweder gerade am Boden liegen oder stehen. Da hat sich in dem einen Jahr dazwischen, zwischen den Teilen echt was getan und das spielt sich schon wirklich viel besser, muss man schon sagen. Also, wow. Das hatte ich nämlich auch so in Erinnerung tatsächlich, aber ich war mir nie sicher, ob das wirklich so ist oder ob das nur Nostalgie ist. Ne? Aber jetzt so im direkten Vergleich merke ich schon stark, dass sich da einiges getan hat. Ist schon cool.
extra schnell, Leon. Wenn wir jetzt schnell sind, können wir hier einfach durchflutschen. Ach, shit. Den habe ich vergessen. Ich will hier so viel Munition wie möglich sparen. Graues Blut geht gar nicht. Ach, das stört mich gar nicht. So kenne ich es aus meiner Kindheit. Beziehungsweise ist es ja witzig, ne? Graues Blut, wenn die angeschossen werden, das sieht fast wie Rauch aus. Aber wenn sie am Boden liegen, ist es plötzlich grün. Aber ich finde sogar, das sieht man besser als das Rote. Bei so, als früher Spiele öfter zensiert wurden, war mein Hauptkritikpunkt an der Zensur immer, dass Trefferfeedback verloren geht, weil man sieht eben zum Beispiel keine Blutspritzer mehr und dadurch ist es nicht mehr so gut ersichtlich, ob der Gegner jetzt besiegt ist oder nicht. Das war in manchen Spielen wirklich blöd und problematisch. Aber hier, durch das grüne Blut, finde ich, sieht man sogar noch viel besser, ob die jetzt wirklich tot sind oder nicht. Also, was Trefferfeedback angeht, würde ich fast sagen, hat die Zensur in der deutschen Version sogar geholfen. Auch wenn es ein bisschen blöd aussieht. Die stauben, die Zombies. Ja, genau. Sieht wirklich so aus. Okay, Achtung, das ist slalomtechnisch der schwerste Part jetzt hier. Perfekt. Nice. Haben wir gut gemacht. Jetzt gibt es auch mal weibliche Zombies. Das gab es ja im ersten Teil gar nicht. Das stimmt. Das stimmt. Komisch auch, ne? Irgendwie läuft Leon ein bisschen komisch, ne? Finde ich. Ich finde seine G-Animation ist schon sehr cool. Er geht wieder Undertaker, finde ich, ne? Es fehlt nur noch so eine dunkle Kapuze über seinem Kopf. Kommt sich schon sehr cool vor. Aber die Laufanimation ist ein bisschen weird. Irgendwie. Er verdreht seine Füße so komisch manchmal. Naja, gehen wir ab, wenn's Polizeirevier. Auf geht's. Hilft ja nichts. RPD. Ab geht's. Blumenkasten links ein grünes Kraut. Ach, guck mal, da kennt jemand das Spiel aber wirklich auswendig. Dann gehe ich nochmal zurück. Das nehmen wir mit. Kein Brad, nee. Was sind da gleich nochmal die Voraussetzungen? David, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Was hältst du von den Resident Evil Filmen? Also allgemein. Von den Filmen, also die Live-Action-Filme, Mila Jovovich und so, finde ich alle furchtbar. Ich mag die überhaupt nicht. Und die CGI-Filme, die finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen langweilig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also ich bin kein Fan der Filme. Weder die Realverfilmungen noch die CGI-Verfilmungen noch die Serie. Ich finde alle schlecht oder langweilig. Gefällt mir leider alles nicht. Aber das kann ja noch werden. Es gibt ja noch Hoffnung. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das ist so tragisch, ey, dass die ursprünglichen Resident Evil Filme tatsächlich von Romero höchstpersönlich, vom Zombie-Urvater höchstpersönlich gemacht hätten werden sollen. Und dann hat Capcom das Skript nicht gefallen, das sich sehr stark an den Spielen orientiert hat und anscheinend, was ich so gehört habe, echt gut war. Und dann ist das draus geworden, was wir jetzt bekommen haben. Ich find's traurig. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card.
You should be able to unlock the doors in the hall with this. Wir haben ihn auch immer Will Smith früher genannt. Just go. Ne, die Frisur und der Bart passen perfekt. Fine. Und dann war Prince of Bel-Air auch gerade so auf dem Höhepunkt damals von der Popularität her. Klar. Was, warum hast du ein Déjà-vu, Dark Ghost? Das ist 100% Will Smith. Hm, na gut. Ja, wie gesagt, haben wir früher auch immer Scherze drüber gemacht. Ach so, Quatsch, ich muss ja erst noch an den Computer. In den Realverfilmungen wurden viele Charaktere eingeführt und danach nie wieder gezeigt. Ja, weißt du, die sind einfach so lieblos. Die nehmen halt dann irgendwie die Plugger und irgendwelche Gegnertypen, die man kennt aus... Ich weiß nicht, warum wir da unsere Hänger haben. Das ist echt nervig. Ah, ich speichere lieber mal. Ich habe ein bisschen Angst, die man aus den Spielen kennt, aber halt ohne jeden Sinn und Verstand. Plötzlich sind die einfach da. Plötzlich muss man tauchen die auf, aber wirklich nur um des Daseins willen. Es ist nur so, ha, guck mal, der ist auch drin. Den kennt ihr doch aus den Spielen, ihr dummen Gamer, ihr mit eurem scheiß Fanservice. Ihr seid so leicht zu beeindrucken. So kommen mir die Resident Evil Filme die ganze Zeit vor. Die beleidigen mich dafür, dass ich Fan bin. So ungefähr. Ein Zero Remake sollte aber die Kisten nutzen. Das Abschmeißen und überall alles Vollmüll nervt. Ich hätte gerne eine Kombination daraus. Es ist schon sehr nice, wenn man ab und zu ein Item einfach mal auf den Boden legen kann und nicht irgendwie ein Kraut verschwenden muss oder was weiß ich was, ne? Aber die Kisten habe ich schon sehr vermisst. Ich hätte schon auch gern ein Resident Evil Zero mit Kisten. Das wäre schön. Ich finde auch, der erste Film ist noch auf jeden Fall der beste. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Aber ich mag den auch schon nicht. Okay, Leute. Ich habe schon mal die Schrotflinte in der Hand. Aber erstmal lesen wir die Polizei, das Polizeimemorandum. 23.08.1998. Zur Information an alle, während des Umbaus des Reviers mussten leider einige vertraute Einrichtungen etwas umarrangiert werden. Der Safe mit den vierstelligen Sicherheitscodes wurde den Stars-Büro im ersten Stock in das örtliche Büro im Erdgeschoss gebracht. 2236. Muss ich mir das aufschreiben? Ich bin mir nicht sicher. Ich schreibe es mal hier in dem Chat und sende es nicht ab. 2236. Kommunikationsabteilung des Polizeireviers Raccoon City. Ende. Okay, Leute. Jetzt passt auf. Jetzt kommt die legendärste Szene. Ich kann mich noch exakt dran erinnern. Wie wir das erste Mal gesehen haben in meiner Jugend. Geiles Foreshadowing. Finde ich super geil, dass das Spiel hier diesen neuen Gegnertyp schon so früh einführt. Ne, der erste Teil lässt sich ja mit neuen Gegnern lange Zeit. Hier ist gleich mal Bam. Und das Geilste war, dass ich das damals mit einem Freund gespielt habe. Der Freund hat gerade gezockt und ich habe nur zugesehen und habe da gerade kurz nicht hingeguckt. Und dann war er total fertig mit den Nerven und hat gesagt, oh Gott, da war irgendwas am Fenster, irgendwas ist da hingekrabbelt und wollte nicht durch die Tür gehen. Und ich habe es nicht gesehen, ne? Und ich war total so, was, what the fuck, was ist los? Ich habe es nicht gesehen und er hat total Panik geschoben. Das war ein super cooler Moment. Ah, Legendary. Habe ich sehr geliebt. Bester Gegner ever. Ich mag ihn auch sehr gerne. Ist auch wirklich einer meiner Lieblings-Resident Evil-Gegner, auf jeden Fall. Uh-oh. Blood. I hope it's not Chris's blood. Oh, zwei Schuss. Nice. Dankeschön. Da ist er tot, der Licker. Der Erste.
Der erste von vielen. So. Und ich glaube, ab jetzt weiß ich es auch nicht mehr so genau. Ab jetzt ist es ein neues Spiel für mich. Nein, ganz so ist es nicht. Hey, zu alt für. Hallo. Sehen schon geil eklig aus. Ja, ne, das Design ist auch gut. Ich finde, die Hirne sind ein bisschen over the top. Für mich persönlich. Ich glaube, ohne freiliegende Hirne finde ich die eventuell besser, wenn da eher Schädel wäre. Na, dann sehen sie wieder ein bisschen generisch aus. Ne? Ich glaube, die Hirne sind schon wichtig, damit sie nicht einfach wie jeder x-beliebige hautlose Zombie aussehen. Das stimmt schon. Aber die Hirne sind irgendwie so eine offensichtliche Schwachstelle, finde ich, ne? So gefühlt. Letztens erst gezockt. Nostalgie pur. Ja. Ja, für mich auch. Ich wollte ja Resident Evil 2, das Original, schon so lange mal wieder spielen, weil ich habe auch das, keine Ahnung, bestimmt 15 Jahre oder über 10 Jahre auf jeden Fall nicht mehr gespielt. Und ich wollte schon so lange mal wieder spielen, aber na, ihr kennt das ja. Man hat nicht die Zeit dafür. Ein Kamin, darüber hängt ein Ölgemälde. Der Titel lautet Ein Opfer an das Höllenfeuer. Wenn jetzt nur Remake Chris mit seinem Feuerzeug da wäre. Es ist wirklich so lustig, oder Leute? Ich finde das so lustig, dass Chris im Original Resident Evil einfach so nutzlos ist. Der kann halt einfach nix. Jill kann einfach alles, ne? Schlösser knacken, Klavier spielen und mit Chemikalien hantieren. Und Chris kann einfach nichts. Nichts. Nicht mal sein Feuerzeug hat er im Original. Selbst das hat er erst im Remake bekommen. Du hast ein Feuerzeug? Nee. Ah doch, ich habe ein Feuerzeug. Dankeschön. Guck. Das sind die Kleinigkeiten, die weiß ich gar nicht mehr. Willst du den Kamin nicht anzünden? Ja, ja, ja. Ich dachte, wir müssen erst ein Feuerzeug finden. Gibt's auch wieder eine Waffe gegen Lebende? Wir treffen leider Barry in Resident Evil 2 nicht. Deswegen werden wir wahrscheinlich leider nicht sehr effektive Waffen gegen lebende Dinge kriegen, befürchte ich. Schade, schade. Ein roter Edelstein. Jetzt fehlt nur noch der Tigerkopf, wo das reinpasst, oder? Oder so ähnlich. Das ist schon auch super, ne? Man kommt in so ein zombieverseuchtes, so eine zombieverseuchte Polizeirevier und findet einen Kamin und das erste, woran Leon denkt, ist anzünden. Reas ist jetzt ein Bird Rider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Das ist Reas, dankeschön für dein Abo. Super nett von mir. Dir. Von uns allen. Hey, hört ihr auf YouTube eigentlich auch die Benachrichtigungen von Twitch? Nur mal so aus Interesse. Uiuiuiui. Die Zombies hatten wir als Sticker. Ich kann mich noch erinnern. Wir hatten früher auf dem Schulhof so eine Stickerzeit, ne? Da haben wir Sticker gesammelt und ausgetauscht. Und für irgendein Magazin, ich kann nicht mehr sagen, welches, waren Resident Evil Sticker. Da waren die ganzen Zombies als Sticker. Und ich glaube, wir alle haben uns das Magazin nur deswegen gekauft, weil wir die Resident Evil Sticker haben wollten. Wir haben ja auch eine... Damals war das auch noch nicht so, dass wir die Spiele irgendwie zum Release gespielt haben. Ich weiß nicht, wie alt das Spiel war, als ich das gespielt habe zum ersten Mal. Noch nicht super alt, aber bestimmt schon ein paar Monate. Wie gesagt, der Freund von mir hat das zu Weihnachten von seiner Oma bekommen. Und wir haben im Vorfeld, im Freundeskreis, ne, haben wir uns so Screenshots angeguckt und die Sticker hatten wir und haben drüber geredet und haben drüber uns Geschichten erzählt, wie krass das Spiel sein soll und wie super gruselig und haben uns halt einfach voll den Hype aufgebaut. Ohne Internet, ohne irgendwie echte Informationen, Schulhofgerüchte. Es war großartig. Ich hab's geliebt. Hey, Resi Gamer. Ein Fuffi-Rubin aus Zelda, ja stimmt.
Kann man da reingucken im Original? Ich weiß nicht mehr. Verschlossen. Einen ganz besonderen Schlüssel brauchen wir hier. Ist das der alternative Outfit-Schrank? Okay, packen wir erstmal ein bisschen grünes Kraut in die Box. What's in the box? Gestern auf dem GameCube Resident Evil 2 gezockt. Immer gut. Okay. Ich bin so froh, dass Leon ein bisschen ein größeres Inventar hat als Chris. Die 6 Inventarplätze von Chris im Original sind schon... Boah, ey. Sind schon super gemein. FM Defender ist jetzt ein Bird Rider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Vielen Dank, FM Defender. Freut mich sehr. Super nett von dir. Hey, schon allein das ist so gut jetzt am zweiten Teil, dass man beim Inventarmanagement Sachen gleich sortieren kann und nicht erst die verschiedenen Stapel ins Inventar nehmen muss und so, ne? Ah, toll. Doch, das hat sehr viele gute Neuerungen und Komfortfeatures. Also meine Erinnerung, dass der zweite Teil tatsächlich ein besseres Spiel ist als der erste, ich würde schon sagen, das stimmt tatsächlich. Das ist nicht nur Nostalgie. Einsatzbericht 2. Einsatzbericht 28. September, frühmorgens 2.30 Uhr. Zombies haben den OP überrannt und es gab ein weiteres Gefecht. Wir haben 4 weitere Leute verloren, darunter auch David. Wir sind jetzt nur noch zu viert. Wir haben die Waffenverstecke nicht gefunden. Und unsere Chancen zu überleben sinken allmählich. Ist das... Sollte man in einem Polizeirevier Waffenverstecke haben, nicht mal die Officer wissen, wo die Waffen sind? Ist das legal? Kann man das machen? Wir können nicht mehr lange durchhalten. Wir haben uns auf den Versuch geeinigt, durch die Kanalisation zu fliehen. Es gibt einen Weg unten aus dem Revier direkt zum Klärwerk. Dort sollten wir in die Abwasserkanäle hinuntergelangen. Der einzige Nachteil, es gibt keine Garantie, dass das Klärwerk sicher ist. Wir wissen, dass unsere Chancen in der Kanalisation gering sind, aber alles ist besser, als hier einfach nur auf den Tod zu warten. Um uns etwas mehr Zeit zu verschaffen, haben wir die einzige Tür blockiert, die in den Untergrund führt. Vom östlichen Büro aus. Punkt. So, wir haben den Schlüssel im westlichen Büro versteckt. Da es unwahrscheinlich ist, dass eines dieser Wesen genug Intelligenz besitzt, um ihn zu finden und die Tür wieder zu öffnen. Ich hoffe, dass dieser Einsatzbericht demjenigen hilft, der ihn findet. Wer immer es auch sein mag. Bericht von Elliot Edward. Nice. Okay, ich glaube, den Rest lasse ich mal im Inventar. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Ursprünglich sollte ja tatsächlich noch ein weiteres Gebiet in Resident Evil eingeführt werden. Da hätte es eigentlich nach der Kanalisation noch die Fabrik gegeben, in der man quasi so eine Lagerhalle vorfindet mit Umbrella-Lastwägen und so weiter, ne? So eine Medikamentenfabrik, die aber wieder nur als Scheingebäude gedient hätte für das eigentliche geheime Labor drunter. Die Tür hier verstehe ich nicht so ganz. Ist die unten gebrochen? Soll das, oder? Ich habe mir das schon immer gedacht. Ich glaube, da kann man dann auch mit Sherry durch, ne? Ich erinnere mich schon wieder. Aber ich habe das nie so ganz verstanden. Die ist, glaube ich, gebrochen und man sieht unten den roten Teppich. Die sieht weird aus. Ich mag die Tür nicht. Die ist mein persönlicher Rivale. Die verwirrt mich. Die macht mir Angst. Das ist das Gruseligste im ganzen Spiel, die weirde Tür. Das ist die Tür, die vernagelt ist. Ja, aber da ist doch ein Loch drin. Die Tür ist verschlossen, sowohl in 2 als auch 3. Ich
dachte nur, die wollen uns verarschen. Ja, die ist gebrochen. Sherry läuft unten durch. Ja, genau. Okay. Kann ich mich doch noch richtig erinnern. So. Gibt es eigentlich im Original Resident Evil 2? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube wirklich nicht. Eine Begründung, warum hier alles so super weird ist. Aber im Original Resident Evil 1 gab es auch noch nicht wirklich eine Begründung, weil die Trevor-Story ja gestrichen haben. Die wollten die, so wie es aussieht, ursprünglich schon im Original haben, aber haben die dann quasi rausgenommen. Und deswegen macht es auch nie, also gibt es keine Geschichte, warum genau jetzt eigentlich das Herrenhaus so super weird ist und voller Fallen. Aber beim Polizeirevier macht es halt noch weniger Sinn. Im Remake haben die das so ein bisschen damit begründet, dass das mal ein Museum war und deswegen stehen da so Statuen und so. Okay, keine Ahnung. Aber gut. Sherry kriecht durch eine andere Tür. Sherry kriecht. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Ist hier etwa Mooney im Raum? Was? Nee, weiß ich nicht. Vielleicht. Das RPD war vor dem Umbau im Museum. Ja, genau, im Remake zumindest. Ich weiß aber nicht, ob es hier auch schon so ist. Teil 6 ist geil, ist Hammer. Ich glaube, ich muss dich jetzt leider bannen. Dark Ghost. Die Aussage geht zu weit. Nee, Quatsch. Aber Teil 6 mag ich gar nicht. Habe ich auch schon öfter gesagt. Der hätte so gut sein können, finde ich. Aber das Gameplay macht mir einfach keinen Spaß. Ich finde, die haben wirklich... keine Ahnung. Nee. Aber da werden wir, wenn wir dann bei Resident Evil 6 ankommen, werden wir da ausgiebig drüber reden, befürchte ich. Hinter der Statue mit dem roten Edelstein liegt Pistolenmunition. Tetsuko ist jetzt ein Bird Rider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Jacko, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Freut mich sehr. Super cool. Dann gehen wir halt nochmal zurück. Wenn man mit Claire spielt, flüchtet Sherry dadurch, soweit ich weiß. Okay. Ach, guck mal. Geheime, versteckte Munition. Sehr gut. Ich habe auf der Straße ganz gut Munition gespart, ne? Wenn ihr mir noch die ganzen geheimen Plätze immer verratet, dann dürfen wir keine Probleme haben. Ich hoffe, Jill kommt in den nächsten Spielen wieder mehr in den Vordergrund. Ich meine, jetzt haben sie ja offiziell eingeführt, dass Jill quasi unsterblich ist oder zumindest langsamer altert oder nicht mehr altert oder wie auch immer, ne? Das heißt, könnte schon sein, dass die auch in Zukunft noch Pläne mit der haben, während alle anderen uralt werden. Hey, K-Chart, schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Jill, Rose und Chris gegen die BSAA. Also ich traue mich wetten, also ich habe keine Ahnung, ne? Aber ich traue mich wetten, dass Rose nie wieder vorkommt, nie wieder erwähnt wird und die Winters-Familie einfach komplett vergessen wird. So. Ich glaube, von der hören wir nie wieder irgendwas. Wenn wir nicht in Resident Evil 18 oder so mal ein Dokument finden oder so, ne? Vielleicht, aber ich glaube sonst nicht. Nach meiner Meinung nach war auch schon das Original. Ja, aber gibt es da Lore-Hintergrund oder ist das nur deine Meinung? Sehr gerne bin ich ein Fan von deinen Lore-Videos. Super Kanal. Super cool. Dankeschön. Freut mich sehr. Alle Teile nach 3 haben den Genre Survival-Horror nicht verdient. Nee, das finde ich auch nicht. Das finde ich auch nicht. Ich finde, so ein Genre und so eine Spielereihe darf sich schon weiterentwickeln. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Resident Evil 6 was Neues versucht hat und so, ne, so ein ganz großes AAA-Spiel sein wollte und so weiter. Das ist voll okay. Meine Hauptkritik an dem Spiel ist einfach, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es spiegelt wahrscheinlich den Charakter seines Besitzers wider. Der Schreibtisch ist unaufgeräumt und schmutzig.
Tja, das ist schon lustig, ne? Wir haben hier Chris mit seinem unaufgeräumten, schmutzigen Schreibtisch und gegenüber an der Mütze erkennbar Chills Schreibtisch. Und wir sehen, Achtung, Fanservice, Chill-Lover und Loverinnen, wir sehen da ein eingerahmtes Foto von einer Person auf ihrem Schreibtisch, ganz eindeutig. Wir wissen nicht, wer das ist, ne? Kann natürlich ihr Vater sein oder ihr Bruder, vielleicht sogar eine weibliche Person. Sieht aus irgendeinem Grund ein bisschen männlich aus, dabei sind es 5 Pixel, ne? Keine Ahnung, aber vielleicht ist es ihr Lover. Ich will es euch nur sagen, ne? Ich glaube, Chill ist vergeben. Das Bild eines jungen Mannes. Ich würde wetten, das ist ihr Freund. Aha. Ob der wohl aus Raccoon City rausgekommen ist? Vielleicht wollte Chill schon lang Schluss machen und als sie dann geflüchtet ist mit dem Hubschrauber, hat sie sich gedacht, ach, weißt du was? Besser so. Spare ich mir den Stress. Kann schon sein. Operation Raccoon City, der Resident Evil Teil, der die Serie killen sollte. Ich bin sehr gespannt drauf. Den habe ich tatsächlich nicht gespielt. Der Besitzer ist wahrscheinlich ein Sammler. Es scheint ein Replikat einer Waffe zu sein. Ist das Barrys Schreibtisch, meinst du? Mit den Waffenteilen und dem Fisch? Ich finde, der Fisch an der Wand, der sagt Barry. Der schreit Barry, der Fisch an der Wand. Definitiv. Traue ich mich wetten. Hallo, Akarin. Wie geht's? Resident Evil Dead Aim war geil gewesen. Auch ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, das ist Barrys Schreibtisch. Ne, ich denke auch. Ich glaube auch, dass das Barry ist. Völlig verwüstet. Jemand muss den Schreibtisch durchwühlt haben. Oh-oh. Das sind schon nette kleine Easter Eggs und Detail hier in dem Raum, oder? Man kann besser mit Code Veronica anfangen, um sich besser einzugewöhnen. Code Veronica ist auf jeden Fall, finde ich, ein total guter und stabiler, klassischer Survival-Horror-Teil. Ist auch ein guter Einstieg. Geht alles. Mag die Idee, dass Chill eine Meisterdiebin ist und all ihre Master of Unlocking Skills von ihrem Vater geerbt hat, wurde in den Büchern ergänzt. Ah, okay. Ja gut, das ist ja wieder ein eigenes Universum. Ne? Das hat ja damit hier nichts zu tun. Kennst du auch das Easter Egg, wenn man Weskers Schreibmaschine 50 Mal untersucht? Wirklich jetzt? Oder willst du mich ärgern? Was steht da? Schützenwettbewerbs Chris Redfield. Ah ja, genau, ne? Chris war ja ein ziemlich guter Schütze, der Beste bei Stars, weil dann kenne ich das Easter Egg tatsächlich nicht, wenn es das wirklich gibt. Verschiedene Trophäen, auf einer davon steht Sieger des diesjährigen Schützenwettbewerbs Chris Redfield. Sehr gut. Ork, also Left 4 Dead im Resident Evil Universum, im MP brauchbar solo. Habe aber trotzdem etliche Stunden darin verballert. Ork? Was? Okay, dann machen wir es. Ist das hier Weskers Platz? Nee. War Wesker am Hauptschreibtisch? Wo ist denn Weskers Schreibmaschine? Ich sehe keine Schreibmaschine. Ach so, das Easter Egg meint ihr. Das kenne ich tatsächlich schon. Ja, 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 ja. Das hat ja auch im Remake seinen Platz gefunden in anderer Form. Hab so ziemlich jeden Resident Evil. Das ist ziemlich creepy. Links, yo, da. Was? Da der Chat ein bisschen Verspätung hat, ne, ist es wieder schwierig. Aber gut. Genau. Das ist schon sehr, sehr creepy, ne? Das ist schon sehr, sehr creepy. Mit dem Bild am Schreibtisch, ja. Muss den Tisch dauernd anklicken. Den hier, den verwüsteten Tisch. Ich klicke den jetzt einfach mal ganz lang an. Aber wenn ich woanders hinklicken muss, sag mir Bescheid. Der Schreibtisch, der völlig verwüstet ist, 50 Mal. Okay, ich zähle jetzt nicht mit. Ich hoffe, ich drück's dann nicht weg, wenn es kommt. Doch, doch, das kenne ich natürlich. Ja, das ist schon problematisch. Aber dass Wesker problematisch ist, das wissen wir ja. So, wir sind doch bestimmt schon bei 30, oder? Sage ich jetzt einfach mal. 34, 35, wahrscheinlich sind wir noch nicht bei 35. Aber ich vermute schon. Ungefähr 40,
41, mal gucken, wie gut ich geschätzt habe. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Schade, habe ich schlecht geschätzt. Da haben wir... Nein, mein Inventar ist voll. Damn it. Kriege ich das jetzt nochmal? Ja, okay, nehmen wir es mit. Ja, wir entwickeln es dann gleich. Wir entwickeln es dann gleich. So, sollte jetzt nicht Claire kommen? Moment mal, sollte Claire nicht wirklich kommen? Habe ich irgendwas vergessen? Ich gehe noch mal rein. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ne? Glaubst du, es gibt einen besonderen Grund, dass Wesker das Bild hatte? Oder dass sie es einfach so aus Spaß gemacht haben? Ich glaube nicht, dass es einen wirklichen Lore-Grund gibt, warum... Ach so, das Tagebuch, ja klar. Das Buch auf Chris' Schreibtisch, genau. Das habe ich ganz vergessen. Ich glaube, das ist nur ein Scherz. Das ist nur ein Easter Egg. Da gibt's nicht, das ist, glaube ich, nicht so ein versteckter Lore-Ding und so weiter. Chris' Tagebuch. 8. August. Ich habe heute nochmal mit dem Polizeichef geredet, aber er will mir einfach nicht zuhören. Ich bin sicher, dass Umbrella in diesem Gebäude ihre T-Virus-Forschung betrieben hat. Jeder, der sich damit infiziert, wird in einen Zombie verwandelt. Aber das gesamte Anwesen ging in der Explosion in die Luft, zusammen mit allen eventuellen Beweisstücken. Und da so viele Leute in dieser Stadt für Umbrella arbeiten, will keiner über den Zwischenfall reden. Langsam gehen mir die Ideen aus. 17. August. Wir halten eine Menge komischer Berichte über Monster, die an verschiedenen Stellen der Stadt aufgetaucht sein sollen. Das muss mit Umbrella zusammenhängen. 24. August. Mit Chills und Barrys Hilfe habe ich endlich wichtige Informationen zu diesem Fall gefunden. Umbrella hat mit Forschungen an einem neuen Projekt begonnen, dem Chi-Virus, einer Variante des originalen T-Virus. Haben die denn noch nicht genug Schaden angerichtet? Wir haben darüber geredet und beschlossen, das Hauptquartier von Umbrella nach Europa zu fliegen. Ins Hauptquartier von Umbrella nach Europa zu fliegen. Ich werde meiner Schwester nichts von dieser Reise erzählen, denn das könnte sie in Gefahr bringen. Bitte vergib mir, Claire. Chris Tagebuch. David, nochmals vielen Dank für die 100 Bit. Übrigens, genau, Wesker ist, glaube ich, einfach ein oh nein, mein Inventar ist viel zu voll. Okay, gehen wir... Ja, wir holen die danach. Leon! It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Radio killed the radio star. I can't believe what is happening to this city. I can't believe what is happening to this city. Gehen wir noch mal schnell ins Foto. Labor. Würde ich sagen. Erstmal Radio hören. Ja, die Pause war gerade super weird, ne? Aber ich glaube, die liegt an mir hier. Hallo Robin, alles cool bei uns? Soweit.
gesagt, habe ich einen Ohrwurm von Video Kill the Radio Star. Ist ja auch ein super Song, finde ich. Glaubst du, du könntest einen Resident Evil Teil überleben? In real life? Ne, nie im Leben. Jetzt, aber das ist eine coole Frage. Welchen würde ich denn am ehesten überleben? Wo hätte ich die ehesten Überlebenschancen? Eieiei. Also der erste Teil. Da hätten mich die Hunde im Wald gefressen, sind wir ehrlich. Ich hätte es nie im Leben zu der Villa geschafft. Vergiss es. Also da wäre ich schon mal raus, definitiv. Oh, keine Chance. Okay. Dann haben wir den. Oder wisst ihr, was ich nehme? Nee, ich nehme. Ja, ich mach mal so. Dann haben wir den zweiten Teil. Stadt. Nee, auch keine Chance. Dritt Nemesis. Gleich vergessen. Ach, schwierig. Ich glaube. Keine Ahnung, ist echt schwer zu sagen. Ich meine, der sechste Teil, der spielt an so vielen verschiedenen Orten mit so vielen verschiedenen Charakteren. Wenn ich da zum Beispiel so der Sidekick von Chris wäre, das ist ein schlechtes Beispiel, von Chris sterben immer alle Leute, aber vielleicht der Sidekick von Leon, der würde vielleicht auf mich aufpassen. Den könnte ich vielleicht überleben, weil Leon einfach alle wegkickt. Na, das wäre vielleicht möglich. Leon würde mich schon retten. Ich will nicht mit Chris in ein Team, das kann ich jetzt schon mal sagen. Alle, die mit Chris ins Team kommen, sterben sofort. Deswegen lieber Leon oder irgendeine andere Figur. Dann, das kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Ansonsten keine Chance. Ja, genau. Rekrut. Das Gesicht sieht komisch drauf gefotoshoppt aus, oder? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das macht gerade. Oh Gott, Leute, das macht gerade Albert Wesker für mich noch mehr creepy. Ich finde schon höchst problematisch, dass er als Anführer vom Team, ne, da besteht ein Machtgefälle, super problematisch, dass der irgendwie Sportbilder, leicht bekleidete Sportbilder von der jungen Rekrutin in seinem Schreibtisch hat. Super weird, super problematisch, absolut nicht in Ordnung. Aber wenn das ein Photoshop ist und der irgend so ein Basketballfoto genommen hat und dann ihr Gesicht draufgeshoppt hat, ist das nochmal auf so einem anderen Niveau creepy und furchtbar. Aber die Lichtverhältnisse vom Gesicht passen nicht zu beides. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit Chris ist es wie in Star Trek mit den. Ja, mit den Red Shirts, das stimmt. Wer bei Chris ins Team eingeteilt wird, der hat keine Chance. Oh, im vierten Teil als Händler tarnen. Ja, man muss die Geheimnisse des Händlers herausfinden. Oh, wisst ihr was? Ich würde den vierten Teil nehmen und würde mir dann einfach eine Mistgabel schnappen und die ganze Zeit im Heu rumstochern und. Unvorderstero und so vor mich hin quasseln. Vielleicht funktioniert's. Ja, aber die merken, dass ich keine telepathische Verbindung habe wahrscheinlich, ne? Eieieiei. Und dann am Schluss würde mich Leon in die Luft sprengen mit der restlichen Insel. Nee, ist auch nicht so geil. Nee. Ich bleib dabei. Ich gehe im sechsten Teil mit Leon mit. Klar, wir spielen absolut alle Teile Dark Ghost. Alle Teile. Die Originale, die Remakes, die Spin-Offs. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht spiele, es ist in Japan und auch außerhalb von Japan sind einige eher ziemlich weirde Handyspielchen erschienen. Na, da gab es halt dann so ein Display mit 9 Feldern und wenn auf einem Feld ein Zombie aufgetaucht ist, zum Beispiel in der Mitte, musstest du die 5 drücken. Ne? Sowas werde ich nicht spielen. Aber ansonsten spielen wir alle Resident Evil Spiele. Die wo ever gegeben hat. Bin hier neu bei dir und lass mein Abo. Echt angenehm, dein Kanal. Super cool. Micha, vielen, vielen Dank dafür. Freut mich sehr. Kann man das da lesen? Nee. Ach ja. Zero ist auch nice. Ich würde, glaube ich, tatsächlich sagen, von den klassischen Survival-Horror-Spielen mag ich Zero am wenigsten. Aus verschiedenen Gründen. Ich vermisse erstens die Kiste, ne, Inventarmanagement und so weiter. Und ich finde das Gegnerdesign langweilig. Die haben wirklich nur
große Insekten, große Frösche, eine große Fledermaus, ne? Alles einfach in normal und groß. Finde ich ein bisschen langweilig. Und dann kommt noch die KI hinzu. Das sind lauter so Sachen, wo ich sage, naja, weiß ich nicht so genau, ob mir das so gut gefällt. Aber schlecht finde ich ihn auch nicht. Hallo, Iltukan. Wie geht's? Oh oh, tankt schon wieder. Aber solange die Hänger immer nur kurz sind, ist ja alles kein Problem, finde ich. Hab mal kurz Zeit zu verschnaufen. Ich hatte immer so Angst vor dem Loch da unten, dass irgendwas durchkrabbelt. So, wir haben jetzt eine Einhornmedaille und zwei Rubine. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, für was wir die brauchen. So genau weiß ich das alles nicht mehr. Ach ja, die Einhornmedaille, genau, die haben wir noch gar nicht. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Ne, mein ADHS-Hirn ist nicht so gut im Sachen erinnern. Ich hätte nicht mehr gewusst, warum ich eigentlich zurückgelaufen bin. Proto-Tyrant und Queen Lead, die einzigen Ausnahmen in Zero. Ja, ja, genau. Das stimmt. Ja, die Egelmänner und so, die sind noch ein ziemlich besonderer Gegnertyp. Mein Lieblings-Resident Evil-Antagonist. Ich glaube, es ist die Baker-Familie, vor allem Jack Baker. Ich glaube, der ist so der charismatischste und irgendwie auch sympathischste und gleichzeitig gruseligste, gruselhaftigste. Habe eine Frage zu einem Spiel, wo du gut drüber informiert bist. Sorry fürs Schreien, aber wann kommt Fallout London? Der Mod meinst du? Keine Ahnung, das weiß ich jetzt. Da bin ich gar nicht drin gerade. Bin ich gar nicht drin. Im vierten Teil einfach als Hannigan tarnen und Leon nutzlose Infos geben. Ja, sind wir ehrlich, die Infos von Hannigan sind eh nutzlos. Naja gut, andererseits hätten wir dann wahrscheinlich... Aber das, ne, das Dorf ist so linear und kann sich ja eh nicht verlaufen. Hallo Michael, Grüße zurück. Zero ist auf schwer echt schwer. Ja gut, ich finde die klassischen Survival-Horror-Spiele haben es alle in sich. Die sind alle nicht leicht. Auf schwer erst recht. Bei mir auch Jake, danach Evelyn. Ah ja. Ich habe dich über die Lore-Videos gefunden und schaue jetzt auch gerne deine Streams. Coolio, das freut mich sehr. So, packen wir mal alles in die Kisten. Alles in die Kisten. Und dann gehen wir mal den anderen Weg. Die Beef Jerky Männer aus Zero. Ja. Ist das ein Mod? Ach so. London. Ein Standalone Game. Ich denke schon, dass du Daten aus Resident Evil 4 brauchen wirst, oder ich bin da bei London gar nicht drin, muss ich dir sagen. Ich habe mir das noch nicht genau angeguckt. Hallo, Urami. Mein Lieblingsantagonist ist Wesker. Ja, ich glaube, Wesker ist wahrscheinlich für die meisten so der Bösewicht. Manchmal klingen die Zombies... Ne, ich habe schon im ersten gesagt, manchmal klingen sie wie Homer, hier klingen sie manchmal ein bisschen wie Patrick Star. Oh. Ich glaube, ich esse meinen Keks gleich auf. Evelyn ist meiner Meinung nach ziemlich trauriger Charakter. Ja, total. Ich finde auch, weißt du, ich finde echt Resident Evil 7 hat so eine ganz komische Darstellung, weil Evelyn ist halt literally einfach ein kleines Kind, die misshandelt wurde, ne? Die kann überhaupt nichts für die Situation, in der sie ist und ist eigentlich voll das Opfer in der Geschichte und unser Held Ethan ist eigentlich die ganze Zeit nur dabei, dass er sie als Bitch beschimpft und let's kill that bitch und ne, ist total so, what the fuck, ey, ohne Scheiß.
muss man die so beschimpfen? Die kann ja wirklich am... Also, sie ist natürlich der Auslöser, aber kann eigentlich am allerwenigsten dafür. Mia ist, wenn dann, die einzige lebende Verantwortliche, die noch im Spiel vorkommt. Tja. Lisa Trevor ist auch natürlich sehr, sehr, sehr gut. Ich würde sogar sagen, im ersten Teil finde ich, also im Remake zumindest, finde ich Lisa Trevor sogar besser als Wesker als Antagonist. Ich meine, gut, was macht Wesker im ersten Teil schon groß, ne? Das ist schon klar, aber trotzdem. Meine Güte, ihr seid viele und kommt mir viel zu nahe. Ich mag das nicht. Bitte Abstand halten. Die achten überhaupt nicht auf meinen Personal Space. Wie alt bist du, Landsquid? Oh Gott, wie alt sehe ich denn aus? Oder was dachtest du denn, wie alt ich bin? Ich bin jetzt, glaube ich, zu alt, dass ich mich noch Mitte 30 nennen kann. Ich glaube, ich muss mir eingestehen, dass ich Ende 30 bin mittlerweile. Ich muss nachrechnen. Ich bin 8. Oh ja, ich bin schon 38. Oh, ich dachte echt, ich wäre 37. Ich bin schon so alt, dass ich nachrechnen muss, wie alt ich bin. Das sagt eigentlich alles. Ich bin Mitte 30. Ja, reib's mir nur ins Gesicht. Nee, Quatsch, ist es ja eh. Alles cool. Ich werde nächstes Jahr 39. Ja, ich auch. Nee, ist ja Quatsch. Also mit... In den 30ern, also auch in den 40ern, ist man noch nicht alt. Wenn wir alle mal 60, 70 sind, 80, dann reden wir noch mal. Man ist nie zu alt. Ist lustig, weil das von zu alt für kommt, weil ihr es nicht lesen könnt auf Twitch. Da steht 9 von 28 oder 28.09. auf Englisch geschrieben, ich weiß es nicht. Nachtschicht George Scott. Das war mal hier ein Begrüßungskomitee. Meine Güte, die haben uns jetzt ganz schön, gut, dass wir so viel Munition gespart haben. Anfang 30. Ich sehe das auch in meinen Statistiken, dass tatsächlich mein Publikum, glaube ich, relativ alt ist. Also ich meine jetzt für YouTube-Verhältnisse. Wobei, wirklich junge Menschen sind mittlerweile auf TikTok, ne? Ich glaube, YouTube ist Boomer-Zeugs. Wer ist schon noch auf YouTube? Das sind nur noch wir alten Leute. Aber ich glaube, so 25 bis 45 ist so... Ist so... Meine Güte, sind hier viel Zombies. Ist so mein Durchschnittspublikum. Ich bringe die alle um. Habe ich genug Munition? Ja, die schaffe ich schon. So viel besser auf Schüsse als im ersten Teil. Die haben da schon viel gemacht. Das ist schon sehr, sehr gut. 23, 20. Oh, ihr seid voll unterdurchschnittlich jung. Ich schaue voll gern deine Videos. Dankeschön, das freut mich sehr. Bin 41 und 6 Tage. Alles Gute nachträglich, Frankie. TikTok ist keine Alternative zu YouTube. Ja, stimmt auch wieder. Mittlerweile kann man ja auf TikTok streamen, ne? Das ist, glaube ich, eher eine Alternative zu Twitch. Wobei ja YouTube mittlerweile auch die Shorts eingeführt hat. Es alles nähert sich einander an und bald kann man auf allen Plattformen alles. Ne? So wird es wahrscheinlich sein. Ich befürchte, dass irgendwann mal irgendwas ganz anderes kommt und dann sind meine Videos veraltet, weil alle nur noch VR... Experiences erleben oder was weiß ich was. Aber bis jetzt ist es noch nicht. Okay, cool. Wir haben unsere komplette Munition verballert. Aber dafür haben wir hier ganz schön aufgeräumt. Jetzt gucken wir mal. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ich habe vor lauter Kämpfen die Orientierung verloren. So nice, dass man hier auch einen Pfeil sieht. Selbst Menschen wie ich, die quasi keine Orientierung haben, das Gegenteil von Orientierung, Anti-Orientierung, selbst wir sehen das noch. Hallo, Thomas. Schön, dass du da bist. Bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch.
Okay-Frage nicht beantwortet. Sega Saturn-Version spielst du auch? Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten will. Also es ist ja so, dass während jedes Streams, also während ich einen Teil von Resident Evil Let's Playe und streame, gibt's Bonusziele. Jetzt zum Beispiel, wenn 60 Subs auf Twitch erreicht sind, ist das erste Bonusziel, das erste Resident Evil 2 Bonusziel. Und wenn die erreicht werden, spiele ich quasi Spiele, die nahe mit Resident Evil zusammenhängen. Ich glaube, der Licker kommt auf der anderen Seite, oder? Legendärer Jumpscare hat mich so... Ah, unglaublich. Unglaublich habe ich mich da erschrocken. Ich habe pausiert, den Controller weggeworfen und geschrien. Aber ich glaube, das passiert jetzt noch nicht. Was wollte ich sagen? Genau, und ich kann sagen, dass ich die Sega Saturn-Version als Bonus in Erwägung ziehe, definitiv. Ne? Aber kann ich noch nicht ganz sicher sagen, wann und wie und so weiter. Aber so standardmäßig habe ich es nicht vorgesehen. Ich habe zwar das Original Resident Evil schon gespielt und ich werde auch das Remake vom ersten Teil spielen, aber ich werde jetzt nicht irgendwie Deadly Silence und eben die Saturn-Version und jede Variante einzeln spielen. Höchstens dann irgendwie als Bonus mal noch. Wenn überhaupt. Hey Chris. Genau, das ist im anderen Zimmer, aber da habe ich, glaube ich, jetzt noch keinen Schlüssel. Zum Glück. Verschlossen. Karo. Okay. Wird nochmal aufgeschoben. Was sagst du zum neuen Robocop-Game? Ist das überhaupt schon erschienen? Ich mag leider keine First-Person-Shooter. Ich bin ein Robocop-Fan tatsächlich, oder war es als Kind zumindest. Aber wer war das als Kind der 80er nicht? Oder der 90er? Aber das gefällt mir so vom Gameplay her, was man gesehen hat, leider nicht wirklich. Deswegen bin ich nicht super interessiert. Ich schaue es mir mal an, wenn ich es irgendwie mal Game Pass oder was weiß ich was kriege. Aber steht jetzt nicht auf meiner Must-Play-Liste, leider. Moment mal, ich laufe gerade falsch, ne? Wie gesagt, kein Orientierungssinn. Ach so, ja, einen Raum gibt's noch. Eine Tür, die wir noch untersuchen können. Habt ihr alle Resident Evil-Teile von damals noch? Ich habe alle für die unterschiedlichsten Systeme, auf jeden Fall. Mindestens einmal zu Hause. Meine alte PlayStation funktioniert leider nicht mehr. Aber ich habe auch da noch ein paar Original Resident Evils verschlossen. Ein Kreuz eingraviert. So, muss ich jetzt mal kurz gucken, wo wir noch hin müssen und können. Hier ist alles verschlossen. Ah, da ist noch eine Tür. Aber ist die verschlossen? Ich weiß es nicht. Na, gucken wir mal. Werden wir schon finden. So ein Licker als Haustier. Weiß ich nicht. Ich sehe da Probleme. Selbst wenn man die zähmen kann und die nett sind und so weiter und einem nicht irgendwie den Brustkorb mit ihrer Zunge durchbohren, machen die wahrscheinlich überall Flecken, weil die keine Haut haben. Überall Blutflecken, egal wo die hingehen und schleimig sind sie und die Riesenzunge, ne, die sabbern einem alles voll. Und dann ist die Frage, wie ernährt man so einen Licker eigentlich? Da bin ich mir nämlich auch nicht so sicher. Muss man dem Menschen Hirne geben, oder? Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, schwierig. Du musst die Einhornmedaille nach einsetzen, dann müsstest du einen Schlüssel bekommen. Ja, machen wir. Uiuiuiuiui. Hey, dass in Resident Evil 2 so viel mehr Zombies am Start sind. Habt ihr gesehen, wie sein Kopf bewegt hat? Wie er sich totstellt? Der kleine Racker. Hab dich durchschaut. Okay, ich muss die Schrotflinte nehmen. Ich hoffe, ich habe ein paar von denen erwischt. Ich weiß nicht, wie viel man gleichzeitig erwischen kann. Ein Tyrant als Leibwächter, ja gut, das ist ein not unheard of, ne? Die beiden Ivans, die kennen wir ja aus der Resident Evil Lore.
Ich weiß nicht genau, in welchem Universum die als normale Menschen durchgehen, aber offiziell haben die halt weiße Mäntel an und weirde Sonnenbrillen und deswegen denken sich die Leute so, oh ja, ganz normale Leibwächter hier, alles gut. Ich weiß schon, ich könnte die stehen lassen und ich werde es wahrscheinlich bereuen hier mit Pumpgun auf dem Kopf. Aber, ja. Zensur, ey, ich finde das so weird, dass die deutsche Version tatsächlich einem erlaubt, Körperteile abzutrennen, aber das Blut muss grün sein. Oh, was? Welche Kriterien sind das? Da macht doch nichts mehr Sinn, oder? Ja, das ist die ganz normale deutsche, also europäische GameCube-Version. Deswegen. Ich finde ja Farbband nett und so, aber könnte ich Pistolenmunition finden, damit ich die nicht mit der Shotgun erschießen muss? Ich würde die nämlich gerne erschießen. Muss ich schon sagen. Aha, wartet. 2236. Schrotflintenmunition ist auch gut. Nehme ich auch gerne mit. Habe ich auch nichts dagegen. Ich dachte erst, das war beim Nemesis mit dem Blut. Also ich kenne es, glaube ich, nur so. Ich habe sogar tatsächlich versucht, Fischbrötchen. Ich habe den Emulator auf Englisch gestellt, aber das Spiel will trotzdem nicht Englisch werden, ne? Deswegen, keine Ahnung. Polizeirevierkarte mitgenommen. Sehr nice. Grünes Kraut kann ich gerade nicht brauchen. Oh, guck mal. Da ist so ein Gerät, das mir, wenn ich eine Modus-Karte einen Key ausdrücke, damit ich Chris aus dem Gefängnis retten kann. Halt! Kann man mit dem interagieren da, Mac? Nee, oder? Nee, das sind so... Nee, okay. Eine Tür, aber ich muss mal ganz kurz, Zombie, liegen bleiben. Oh ja, gehen wir mal da durch, keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Das Spiel hier auf Englisch stellen. Ja, können wir mal versuchen. Ich glaube, ehrlich gesagt, verschwinden dann halt einfach nur die Untertitel, ne? Aber das kann ich hier jetzt nicht machen. Guck, lassen wir es. Es ist doch auch wurscht, oder? Stört euch das wirklich mit dem grauen Blut und dem grünen Blut? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir ist das irgendwie ziemlich wurscht. Die Polizei hat Pistolenmunition. Ja, aber ich habe kein Inventar mehr, weißt du? Ich muss erst mal wieder zu einer Kiste. Dich stört schon, Mr. Set. Nee. Das ist den Aufwand nicht wert. Schade, dass es in dem Remake die Rätsel einfacher wurden. Ich dachte ehrlich gesagt, der steht auf, dass der Pistolenmunition hat. Aber ich will jetzt keine Heilung nehmen und nichts verschwenden. Genau. Cool, wenn ich euch nicht hätte. Aber dann gehen wir jetzt erstmal. Lassen die mal alleine hier. Und ich gehe erstmal zurück in einen Kistenraum. Loot ablegen. Das war schon so ein bisschen... Ich glaube, ich mochte auch die Resident Evil-Spiele und den Survival-Horror damals so gerne, weil das hat schon so ein bisschen dieses Gefühl von, ich habe meine Basis und mache so kleine Erkundungstrips und hole dann mein Zeug wieder in die Basis. Der gleiche Grund, warum ich dann auch Minecraft so gemocht habe. Hallo. Und, überhaupt so, auch in Fallout 4 habe ich das total geliebt. Dieses Gefühl von, ich habe hier so meine Homebase und jetzt gehe ich los und erlebe Abenteuer. Das ist schon cool. Nur Gremlins haben grünes Blut. Hey, gab es eigentlich bestimmt, ne? Ich hab gerade überlegt, ob es überhaupt irgendwann mal ein Gremlins-Videospiel gab. Und
Ich kenne keins, aber für ein Super Nintendo oder so damals, das war so die Zeit, wo von absolut allem ein Videospiel kam. Moment mal. Ach so, da muss ich, glaube ich, erst irgendwie mit Klebeband oder was weiß ich. Ah, okay, gut. Aber ich kenne kein Gremlin-Videospiel, glaube ich. Oder? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Mehrere auf dem Amiga zumindest. Okay, okay. Hi, Bloch. Hoffe irgendwann auf Code Veronica Remake. Hey, wirklich, Leute, ohne Witz. Ich habe ja mal ein Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe, ich halte es für unwahrscheinlich, dass nochmal ein älteres Remake kommt. Und die Argumente, die Überlegungen machen schon durchaus Sinn. Aber ich traue mich wetten, jetzt wo vor allem auch das Remake vom 4. sehr erfolgreich war und wo die schon nach dem 1. und 2. gemerkt haben, da ist ein Markt da, werden die absolut alles machen. Die werden absolut alles remaken, was die jemals irgendwie rausgebracht haben. Und wenn die mit Resident Evil fertig sind, dann wird wahrscheinlich irgendwie noch ein... dann wird wahrscheinlich wirklich noch Dino Crisis oder sowas kommen. Alles. Alles. Vielleicht sogar die weirden Spin-Offs irgendwann. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt wieder nicht, dass die Spin-Offs mal kommen. So. Zwei Schuss für die blöde Schrotflinte. Ich könnte die mal mitnehmen, nur damit ich die zwei Schuss rausballer. Ich lasse aber die Ersatzmunition mal hier. Und dann lege ich die in die Kiste und nehme sie nie wieder. Was will ich denn? Was will ich denn mit zwei Schrotflinten? Ich stell mal um auf Englisch. Ja, ich habe doch gerade geguckt. Ich weiß doch nicht wie. Guck, wenn ich hier auf Pause drücke, habe ich Tastenbelegung, Rumble, Sound, Bildschirmabstimmung, Neustarten, Ende und Claires Geschichte. Will ich alles nicht. Deswegen stelle ich nichts um. Im Hauptmenü des Gamecubes, ja, da müssen wir neu starten. Das will ich jetzt nicht. Jetzt chillt halt. Chillt halt. Nur weil wir kein rotes Blut haben. Um Himmels Willen. Dino Crisis habe ich tatsächlich nie gespielt. Aber zumindest vom ersten habe ich sehr viel Gutes gehört. Wahrscheinlich ein Klassiker, den ich dringend mal nachholen sollte, ne? Denk daran, dass First Aid Spray dein Ranking schlechter macht. Ach, das ist mir vollkommen wurscht, das Ranking. Das ist mir wirklich vollkommen wurscht. Ich spiele das Spiel ja auch so semi-blind. Wie gesagt, das habe ich in meiner Jugend sehr viel mehr gespielt als den ersten, aber das kenne ich auch nur so... Also an das kann ich mich auch nicht mehr so gut erinnern. Insofern werden wir eine katastrophale Zeit hinlegen, wenn es wirklich um Ranking geht. Warum bin ich eigentlich vorher an der Kiste vorbeigelaufen und zu der anderen Kiste da hinten, um mein Inventar zu managen? Kann mir das einer erklären? Wahrscheinlich nicht. Ich kann es mir nicht mal selber erklären. Dino Crisis ist wie Resident Evil mit Dinos. Ja, genau. Der zweite war auch nicht schlecht, aber zu viel Geballer. Hey, das ist irgendwie... Das ist einfach... Irgendwie Naturgesetz von Horror-Franchise, oder? Das ist einfach ein Naturgesetz, dass der erste Teil immer der gruseligste ist und ab dann wird es immer weniger gruselig und mehr Action. Anscheinend muss das so sein. Es ist fast egal, wo man hinguckt, in welche Franchise man guckt. Es wird immer weniger Grusel, immer weniger Horror, immer mehr... Moment, wo laufe ich denn eigentlich schon wieder hin? Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Ich habe die ganze Zeit nur in den Chat geguckt und vergessen, was ich machen wollte. Ich finde den zweiten Teil gruseliger von Resident Evil, aber er ist schon auch ein bisschen schneller. Finde ich.
Da unten wollte ich noch mal reingehen. Er ist ein bisschen schneller und ein bisschen actionreicher. Man kriegt von Anfang an oder sehr früh, wenn man will, eine Schrotflinte und sehr viel mehr Gegner und so weiter und so fort. Genau, die Einhornmedaille einsetzen ist auch eine gute Idee, aber ich wollte jetzt vor allem die Pistolenmunition vom toten Polizisten klauen noch. Die Polizeimunition vom toten Munizisten klauen. Da müsste X dazukommen auf jeden Fall, ja. Das stimmt schon. Okay. Und jetzt hole ich noch schnell ein Kraut von draußen. Bin echt gespannt auf Resident Evil 9. Bin auch sehr gespannt. Bei den Remakes, die noch kommen werden, denke ich mal, höchstwahrscheinlich, wie gesagt, können wir uns ja ungefähr darauf einstellen, was uns da erwarten wird. Aber bei Resident Evil 9, gerade jetzt, wo die Winters-Familie abgeschlossen haben und so weiter, kann halt alles passieren, ne? Da bin ich wirklich gespannt drauf. Muss ich schon sagen, bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Wo setze ich denn jetzt die Einhornmedaille auf? Im Hauptraum? Hinter Schreibtisch am Safe schon geschaut. Ja, genau, aber die konnte ich die noch mitnehmen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich gehe noch mal rein. Ob ich das Kraut da noch einpacken konnte oder ob mein Inventar da schon voll war. Wesker Comeback im Resident Evil 9. Ha. Ich meine, jetzt wo die den im vierten so prominent beworben haben, es wäre möglich. Wie viel Kraut steht denn da? Leider ist mein Inventar schon wieder voll, aber... Düdüd. Vielleicht wird ja Mia Winters mit Rose die neue Hauptcharakter. Nee, ich glaube, die Winters sind durch für immer. In der Haupthalle in der Statue. Ja, genau, okay. Welches Setting wünsche ich mir für Resident Evil 9? Boah, das ist eine super schwere Frage. Ich fände ehrlich gesagt ganz nice, wenn die einfach wieder zurück zu T-Virus und Zombies kommen würden. Ich hätte Bock drauf. Aber andererseits, wenn die wirklich noch Remakes vom ersten Teil und so weiter machen wollen, dann kriegen wir das ja sowieso. Insofern könnten die von mir aus im neunten Teil auch was ganz anderes machen. Was mal wieder ein neues Setting, ne? Das siebte Teil hatte so Hillbilly-Horror, der achte Teil hatte jetzt plötzlich so Werwölfe und Vampire und so europäische Mythen und Legenden. Man könnte, finde ich, total gut jetzt in den asiatischen Raum gehen. Und da schon auch natürlich durch Naturwissenschaft erklärt. Ich finde, Übernatürliches sollte es nicht geben unbedingt in Resident Evil. Aber... durch Naturwissenschaften erklärt ein so japanisches Horror-Setting mit so geisterhaften Wesen oder vielleicht auch wie schon im Resident Evil 4 Original geplant war, im Prototypen auch durch Halluzinationen oder so ausgelöst oder vielleicht auch wirklich, wie auch manche Gerüchte behaupten, so... Lass mich ganz kurz gucken... so ein Setting, das so auf amerikanische Kryptozoologie geht. So ein bisschen wie Fallout 76 fast. Finde ich alles ein bisschen weird und so, aber ehrlich gesagt, go for it. Also ich finde es cool. Mach das. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Wenn die wirklich die alten Teile remaken, sollen die von mir aus sehr gerne die neuen Teile mit den neuen Teilen ruhig was Neues versuchen und ruhig mal neue Wege gehen und gucken, was draus wird. Ich bin gespannt drauf. Ich bin denen auch wirklich nicht böse, wenn die irgendwie wirklich crazy shit machen. Space Zombies. Es ist von mir aus, aber da haben wir schon Dead Space, ne? Resident Evil 8 war schon geil, wie alte Horrorfilme. Ich mochte die Idee total gern, dass die quasi das Spiel in so vier Szenarien aufteilen. Ne? Das fand ich schon cool, muss ich schon sagen. Ich mag Village echt gerne. Ach. Die Musik gerade hat super gepasst. Falsche Tür.
Dammit, ich dachte, die grünen Türen kann ich öffnen. Wir müssen zu den türkisen Türen. Was würdet ihr euch denn für Resident Evil 9 wünschen? Mal in den Chat gefragt. So, ich bin komplett falsch. Wir haben hier überhaupt keine türkise Tür. Ich muss zurück in den Lickerraum. Zurück in den Rickerraum. Teil 6 war eher Call of Evil gewesen, ja. Bist da falsch? Ja, ja, ich weiß schon. Ich hab's schon gemerkt. Am Ende von Resident Evil 8, wo die BSAA die mutierten Soldaten schickt, könnte ja was mit dem zu tun haben, der neunte Teil. Keine Ahnung, man sollte es meinen. Eigentlich sollte man meinen, dass der neunte Teil irgendwas mit dem Ende zu tun hat. Aber man kennt ja Resident Evil und seine vielen offenen Enden und so weiter. Deswegen würde es mich auch gar nicht wundern, wenn wir von der BSAA und den genetisch modifizierten Supersoldaten nie wieder irgendwas hören. Und stattdessen geht es um was ganz anderes. Es würde mich überhaupt nicht wundern. Ich glaube, Leon ist ganz schön auf grüne Kräuter, ja. Dass Leon und Chris zusammenarbeiten. So, jetzt. Konntest du den Verhörraum nicht öffnen? Da habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht geguckt. Aber auf jeden Fall haben wir den Raum jetzt mal geöffnet. Und wir finden hier Schwärze. Dunkelheit. Der hat jetzt aber lang gebraucht zum Laden, der Raum. Ein Kopierer. Patrouillenbericht. Patrouillenbericht, 20. September, 21.30 Uhr. Bericht von Sergeant Neil Carlson. Wir erhielten eine Meldung über ein verdächtiges Individuum, das sich in der Kanalisation der Vororte von Raccoon City herumtreiben soll. Ich durchsuchte das fragliche Gebiet und fand das Individuum, doch es floh, bevor ich es befragen konnte. Ich konnte die folgenden Gegenstände sicherstellen. Eine kleine Menge C4-Plastiksprengstoff, einen elektrischen Zünder, 9mm Parabellum-Patronen, Nachtsichtgerät defekt. Ende des Berichts. Spielst du auch noch Resident Evil Code Veronica? Klar, alle Hauptteile und Spin-Offs werden der Reihe nach Release-Datum der Reihe nach gespielt. Auf jeden Fall. Welche Figuren vorkommen, ist mir tatsächlich relativ wurscht im neunten Teil. Da können die von mir aus machen, was die wollen. Ich habe auch wirklich gar nichts dagegen, wenn die tatsächlich versuchen, neue Figuren zu etablieren. Hey, ich muss jetzt nochmal mein Inventar aufräumen. Ich gehe hier dauernd so voll bepackt durch die Gegend und kann immer nichts aufheben. Ich denke mir immer so, oh, das könnte ich brauchen und das könnte ich auch brauchen und lieber auch noch das mitnehmen. Und dann stehe ich wieder vor einem Regal mit 100 Items und kann irgendwie nur ein grünes Kraut wieder. Dann hebe ich irgendwo versehentlich wieder ein unsichtbares grünes Kraut auf und kann deswegen die Schlüssel-Items nicht mitnehmen. Gibt für Resident Evil noch so Arcade Railroad? Meinst du Railgun, oder? Meinst du? Railgun-Shooter. Ja. Auch einen davon werde ich spielen, weil der andere ist leider in Deutschland aus absolut nicht nachvollziehbaren Gründen indiziert. Aber kann man nichts machen. Da kam ja irgendwie für die PlayStation 3, glaube ich, nochmal eine Sammlung von den beiden Railgun-Shootern raus, wo beide drin waren international. Und leider hat Capcom auch da keinen Bock gehabt, das nochmal neu einzureichen, sondern in Deutschland ist dann nur der eine von den beiden nochmal für die PlayStation 3 erschienen. Ist frustrierend und nervig. Ich kenne mich rechtlich halt leider nicht aus. Es gibt Leute, die sagen, es ist eh kein Problem, wenn man Spiele, die nur auf der Liste A sind, Let's Played oder Streamed oder so. Aber traue ich mich leider einfach nicht ran. Also lasse ich es lieber. Wenn man auf YouTube mal guckt oder so, findet man auch zu dem Spiel überall. Ich habe wirklich nur ein Item abgelegt, ich Trottel. Naja, findet man auf YouTube überall
Let's Plays dazu, auch von deutschsprachigen YouTubern. Kann sein, dass die in Österreich leben. Kann sein, dass die ihren Firmensitz sonst wo haben, ne? Also keine Ahnung. Aber ist halt immer, ist halt blöd. Deswegen lasse ich es lieber. Aber ansonsten alle. Ansonsten alle, alles, was nicht indiziert oder ein weirdes Handyspiel ist. Was ich so gerne spielen würde, Leute. So gerne. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht dran gekommen. Ich weiß nicht, wie man da rankommt. Wäre die Zumba, glaube ich, Version von Resident Evil 4. Das ist so eine brasilianische Konsole. Die ist wirklich nur in Brasilien erschienen, weil da der Videospielmarkt quasi nicht wirklich existent ist und weil da alles unglaublich hoch besteuert ist und die Leute halt auch nicht das Geld haben. Und Zumba ist quasi so eine super Low-Budget-Konsole, für die aber tatsächlich ein paar Adaptionen von großen Spielen erschienen sind und unter anderem eben Resident Evil 4 mit... es ist eine unglaublich, unglaublich interessante Adaption. Um es nett auszudrücken. Ich hole jetzt nachher das Speicherpapier schnell. Moment. Und es sieht so lustig aus. Irgendwie ist alles so weird in dem Spiel, ne? Total Bock drauf eigentlich. Aber mal gucken, ob ich das zum Laufen kriege. Aber naja. Aber wir wollen dich spielen sehen und nicht jemand anderen. Hab ich irgendwas dergleichen gesagt? Hab nur Village gespielt. Da gibt es noch viel coole Spiele zu entdecken in der Resident Evil 3. Es könnte übrigens sein, dass die enthauptete Leiche auch Pistolenmunition hat. Ah, okay. Gucken wir mal. Wo war denn jetzt das blöde Speicherband? Hier ist es. Denkst du könntest mal ein D-Make spielen? Kann ich mir auch vorstellen. Also wie gesagt, ich habe für Bonis, für Bonusinhalte, wenn die Ziele erreicht werden, während wir so ein Spiel spielen, unglaublich viele Ideen. Alle davon werden wir einfach leider aus Zeitgründen nicht umsetzen können. Aber wenn wir vielleicht dann auch mal mit der Resident Evil Reihe durch sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir dann vielleicht auch mal so andere Sachen noch machen. Ah, tatsächlich, der hat was. Holen wir nachher auch nochmal. Wenn genug andere Let's Play... Ach so, deswegen meinst du, das Indizierte. Ja. Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich wollte gerade sagen, ich habe immer noch die Hoffnung, dass das irgendwie nochmal geprüft wird, weil Capcom doch nochmal eine Resident Evil Classic Sammlung rausbringt oder irgendwie sowas, ne? Aber... Ehrlich gesagt, glaube ich nicht wirklich. Ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich die Hoffnung, dass das nochmal irgendwie entindiziert wird. Weil es ist ja eh lächerlich. Also, dass das indiziert ist, ist lächerlich. Wenn das nochmal geprüft werden würde, würden alle, die da sitzen bei der USK oder FSK oder wie die auch immer heißt aktuell, würden lachen drüber und würden sagen, what the fuck war denn da los? Also, das ist totaler Quatsch. Vor allem, weil, glaube ich, ein Jahr später dann quasi der Nachfolger Darkseid Chronicles erschienen ist. Und das Spiel ist inhaltlich zu 100% identisch. Andere Level natürlich, andere Monster teilweise, andere Story. Aber absolut das gleiche Spiel. Gleiche Gewaltdarstellung, gleiche Grafik, alles gleich. Und das wurde nicht indiziert. Es ist so ein Quatsch. Ja, GoldenEye. Genau, GoldenEye war auch indiziert. Das habe ich eh schon mal erzählt in einem Let's Play oder in einem anderen Stream oder so. Aber da hatte ich ja, weil ich so nah an der österreichischen Grenze gewohnt habe als Kind, hatte ich da immer das Glück. Die zweite Schrotflinte. Ja, aber ich will ja eigentlich die beiden Schuss aus der einen Schrotflinte wegschießen. Und ich habe Angst, dass wir einem Licker begegnen und dann reichen zwei Schuss eventuell nicht. Das ist das Problem. Ich muss jetzt mal gucken, welche Türen ich noch öffnen kann. Ja, okay, ich leg die Zwei-Schuss-Schrotflinte mal ab. Passen wirklich nur 5 Schuss in die Schrotflinte? Das kommt mir wie so eine weirde Zahl vor irgendwie. Ja, tatsächlich. Na dann. Aber das stimmt, ne? So, oh, vielleicht entdeckt ja Capcom doch noch so die ganzen Classics. Irgendwie so als Download-Portal oder irgendwas. Und dann... Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass das nochmal in Deutschland
legal wird, das zu spielen oder zu verbreiten. Spielen darf man sie ja eh. Wimpfjan spielt vielleicht nur noch KI. Ja, das stimmt, das könnte sein. Und macht nur noch Videos und so. Okay. Türkise Tür. Türkise Tür. Hier haben wir keine türkise Tür. Oben haben wir noch eine türkise Tür. Okay, gut. Dann nochmal zurück. Ja, 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 das stimmt. Mittlerweile ist das voll in Ordnung. Also mittlerweile passiert ja kaum noch, dass Spiele indiziert werden. Und wenn, dann meistens aus nachvollziehbaren Gründen. Es gibt immer wieder so Fälle, wo es dann irgendwelche Verwaltungsprobleme gibt und irgendwas nicht zeitgemäß eingereicht wurde und dann hat der Publisher keinen Bock, das nachzureichen und dann werden irgendwelche Inhalte gestrichen oder so. Das ist natürlich immer frustrierend. Aber ansonsten, glaube ich, ist das eigentlich mittlerweile schon okay. Ja. Ich glaube, ich brauche viel davon noch nicht. Nicht, ja. Vielleicht haben wir Glück und wir können den Schlüssel jetzt dann oben ablegen. Ich weiß es nicht. Ich gehe halt lieber mit vollem Gepäck und renne fünfmal hin und her, anstatt dass ich was vergesse. Lieber renne ich zurück, weil ich Loot nicht mitnehmen kann. Das ist für mich weniger frustrierend, als wenn ich irgendwas brauche und habe es nicht dabei und muss es holen. Ist irgendwie weird. Bei beiden Fällen muss ich zurück zur Kiste laufen. Aber was zu holen, finde ich voll nervig. Aber wenn irgendwo Loot liegt und ich muss hin und zurück rennen und so weiter, ist es okay für mich. Du musst zum Raum beim Stars Büro. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da hingehe, aber ich. Geh jetzt die Treppe hoch und mach dann die Tür da hinten auf. Ich weiß nicht, ob du den meinst. Da gehe ich jetzt hin. Erst mit Upgrades sind es 7. Ah, okay, 7 Schuss. Alles klar. Der Licker wartet schon ungeduldig. Na super. Der kann von mir erst lange warten. Hallo, Hans-Peter, wie geht's? Okay. Jetzt aber. Peak-Schlüssel nutzlos. Yes. Sehr gut. Inventarplatz frei. Das ist immer so schön, wenn man Schlüssel wegwerfen darf, oder? Ich liebe es. So viele Zombies. Oh, Mist. Das sind so viele. Nimm den Besen, Leon, und hau sie weg. Okay, Pistolenmunition geht auch. Moment, was steht da? Die Tür... Nee, nochmal. Ich hab's weg. Die Tür ist zugenagelt. Okay, sie sieht nicht so aus, als käme ich hier weiter. Okay, ich schieße einmal kurz mit der Schubflinte rein. Ah, was einfach so schön ist. Juli 112 ist jetzt ein Bird Rider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Joey, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Super nett von dir. Das ist super nett von dir. Wir haben 48 von 60 Subs auf Twitch. Dann haben wir... Oh, übrigens, ganz kurz, weil wir gerade dabei sind. Dann haben wir das erste Resident Evil 2 Ziel schon erreicht. Gar nicht mehr viel. Aber wir haben natürlich auch schon das zweite Resident Evil 1 Ziel erreicht. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Das heißt, wir spielen ja aktuell Sweet Home. Oder haben das letzte Woche gespielt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir es... Wollen wir Sweet Home weiterspielen? Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Mir reicht es ehrlich gesagt, glaube ich, so als historischer Ausflug in die Vergangenheit. Aber gleichzeitig wäre es vielleicht auch... Ich weiß es nicht. Habt ihr Bock auf Sweet Home?
Wollen wir morgen nochmal Sweet Home spielen? Schreibt mir mal in den Chat, was ihr davon haltet. Vielleicht mache ich irgendwo nochmal eine Umfrage oder so. Ob da noch Interesse da ist bei euch. Weil wir haben es jetzt gesehen. Ich fand es cool und interessant. Aber ich muss es jetzt nicht unbedingt durchspielen. Das zweite Ziel, das wir jetzt erreicht haben, ist auch ein Spiel, das ich sehr spannend finde und auf das ich mich schon sehr freue, das wir aber wegen mir auch nicht unbedingt durchspielen müssen, nämlich auch ein Spiel, habt ihr es gesehen gerade, das Ladesymbol auf meinem Kopf, auch ein Spiel, das quasi zu den Resident Evil Urvätern gehört, die quasi so ein bisschen auch eine direkte Inspiration, ähnlich wie Sweet Home, nämlich eben das Original Alone in the Dark. Das würde ich mir tatsächlich gerne mal wirklich anschauen, würde selber Hand anlegen und da würde ich mit euch morgen gerne einen Bonus-Stream machen, in dem wir uns Alone in the Dark mal anschauen. Die Inspiration für die feststehende Kamera und auch wenn Resident Evil den Begriff Survival Horror etabliert hat und bekannt gemacht hat, ist Alone in the Dark vielleicht wirklich so der Urvater dieses Genres und ich finde in unserer großen Resident Evil Reihe ist das ein würdiges Bonusziel. Deswegen morgen 18 Uhr gleiche Zeit Alone in the Dark, erster Teil. Und oder da machen wir Alone in the Dark und hören auf mit Sweet Home. Ich glaube, da sind wir alle cool damit, oder? Ich fand die Reise da cool rein, aber... Also mich interessiert Sweet Home zumindest nicht mehr. Okay. Ich fand's nicht gut. Ja, okay. Ja, nee, ist gut. Ist cool für mich. Ich muss es auch nicht mehr weiterspielen, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass ich es mal gespielt habe. Wirklich. Ganz unironisch. Total interessant und cool. Aber die 3 Stunden haben auch gereicht. Und vielleicht machen wir es mit Sweet Home genauso. Quatsch, mit Alone in the Dark. Aber nur Alone in the Dark 4. Ach, hast du durchgespielt. Alone in the Dark hat sich nach dem ersten Teil ja nochmal irgendwie stark verändert. Na, die wollten ja dann irgendwie viel cooler werden und haben plötzlich so einen neuen Charakter eingeführt. Dabei hatten die quasi so eine Art Super Mario als Hauptfigur. Die haben einen übergewichtigen alten Mann mit Schnauze als Hauptfigur gehabt. Und die Videospielgeschichte zeigt uns, dass das die besten Hauptfiguren sind. Werden Sie mal lieber über den lieben. Viel unterstrich zu unterstrich alt unterstrich für ist jetzt ein Bird Rider. Zu unter... die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Viel unterstrich zu unterstrich alt unterstrich für. Vielen Dank für deinen Sub. Super nett von dir. 3 Monate am Stück. Voll nice. Dann sind wir jetzt schon bei... Wo sieht man es denn? Ich habe es gerade noch irgendwo gesehen. Dann sind wir jetzt wieder 1 Sub näher am Ziel definitiv. Super nice. Das wird heute gar nicht eingeblendet im Stream, ne? Ja, keine Ahnung. Was weißt du nicht? Oh, was bist du denn? Ich kann mich an dich nicht mehr erinnern. Ah, ich kann mich an dich erinnern, Waffenteile. Yeah, Handfeuerwaffe. Deluxe. What? Tima unterstrich Phoenix ist jetzt ein Bird Rider. Viel zu alt für... Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Vielen Dank für 5 Subgifts. Meathook 33 ist jetzt ein Bird Rider. Super cool. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Susi, Tom, Blyrick, Meathook und Tima, willkommen im Bird Rider Club. Lyric Dank, ist viel jetzt zu alt ein für. Bird Rider. Mögen die Tentakel der nice. Tiefe mit dir sein. Das heißt, wir sind jetzt bei 54 von 60. Während wir Resident Evil 2 durchspielen, nur noch Tom 6 Foley ist jetzt mehr. Ein Bird Rider. Und dann ist schon der erste Resident Mögen Evil 2 Bonus auch freigeschaltet. Super sein. Cool. Auch für Resident Evil 2 habe ich mir ein paar coole Sachen überlegt. Die wir dann vielleicht auch ein bisschen länger spielen als diese ganz alten Schinken. Musste Susi mal wieder einwerfen. Dankeschön. Das ist echt super, super cool. Ist jetzt ein Bird Rider. Jetzt warten wir die Alerts die Tentakel noch ab. Der Tiefe mit dir sein. Seht ihr die jetzt gerade auf YouTube? Kann mir das irgendjemand auf YouTube mal sagen, ob ihr die Alerts seht und hört, die Twitch-Alerts? Ich bin mir da nämlich nicht sicher. Sind schon vorbei. Weiter geht's. Nice. Vielen, vielen Dank. Ich mag Let's Plays zu alten Spielen lieber als zu den neuen.
es gibt halt so Sweet Home und Alone in the Dark sind so Spiele. Ja, hört ihr auch. Okay, dann ist schon gut, weil sonst wären bei euch immer nur weirde Pausen, ne? Das wäre komisch. Ich muss mal gucken, ob ich auch so Integrations für YouTube machen kann. Cool, danke. Genau, wenn man da keine nostalgischen Gefühle dazu hat, so sowas wie Sweet Home, finde ich die zwar immer noch interessant und schaue mir das gerne mal an, aber dann machen mir die oft tatsächlich zumindest auf Dauer nicht so viel Spaß. Ich finde, so Spiele haben oft irgendwie coole Ideen und oft irgendwie coole Ansätze und so weiter und ich finde die historisch spannend, aber wie soll ich das sagen? Bei älteren Spielen ist oft der Gameplay-Loop zu lange. Die haben oft coole Ideen, aber strecken die dann zu sehr, was ganz normal war früher. Und weil halt auch der Platz begrenzt war und so weiter, ne, kann man auch nicht unendlich viele neue Sachen einfach reinpacken. Und ich habe das Gefühl, viele ältere, gerade so RPG-artige Spiele wie Sweet Home, da hat man relativ schnell alles gesehen, obwohl sie noch lange nicht durchgespielt sind. Ich weiß nicht mehr, wie das Rätsel hier funktioniert. Anscheinend noch gar nicht, dann ist gut. Gucken wir mal. Hallo, Kups. Teil 2 läuft jetzt seit knapp nicht ganz 2 Stunden. Keins dieser Bücher scheint mir hilfreich. Ich kann mich wirklich, Leute, im Original nicht mehr an den Raum erinnern. Da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, den Anfang des Spiels kenne ich noch relativ gut und je weiter wir fortschreiten, desto weniger werde ich gut wiedererkennen. Alone in the Dark auf dem Saturn war eine Katastrophe mit der Steuerung. Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja schon getestet, ob es läuft, damit ich den Bonus auch wirklich realisieren kann und habe da mal ganz kurz reingespielt und das ist schon noch sehr, sehr oldschool, ne? Man hat ja da quasi ein Menü, das man öffnet und in dem Menü muss man dann durchschalten, ob man will, dass die Hauptfigur jetzt kämpft oder, also soll sie kämpfen oder in den Kampfmodus gehen oder in den Untersuchmodus oder in den Schiebmodus und die Aktionstaste macht dann immer entweder nur kämpfen oder nur untersuchen oder nur schieben. Aber das ist alles, deswegen habe ich auch keinen Bock, das Spiel durchzuspielen, bin ich mir sicher. Ich glaube, das wird frustrierend. Aber gut, die Treppe hoch. Ja, ja, habe ich gefunden. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Weil mein erstes Spiel auf dem N64 von Resident Evil, ach so, Version Original, um 170 D-Mark importiert. Wow. Ich glaube, das teuerste Nintendo 64-Spiel, das ich gekauft habe, war Ocarina of Time. Ich weiß nicht, ob das wirklich so teuer war oder ob da unser örtlicher Mediamarkt nur zu Weihnachten ordentlich Geschäft machen wollte, aber der hat Ocarina of Time für 150 Mark verkauft, was crazy teuer war. Alle Spiele, immer, haben 120 Mark gekostet. Das war ein unausgesprochenes Agreement. Und plötzlich wollen die 150 dafür. Fand ich schon frech. Hab's trotzdem bekommen zu Weihnachten zum Glück. Sonst wäre aber was los gewesen. Also, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss im Grunde einfach die mittleren Regale näher aneinander schieben. Warte mal ganz kurz. Ja, okay, gut. Machen wir. 150, ne? Das war schon damals echt unglaublich viel Geld. Dabei hatte ich mit meinen Großeltern das Agreement, dass ich zu Weihnachten von denen ein Spiel krieg für 120 Mark. Und dann war das plötzlich 30 Mark teurer. Eieiei. Moment mal, die stehen schon so, wie sie auf dieser Zeichnung stehen. Spoilt mir mal das Rätsel nicht, bitte. Ich mag so Rätsel. Ich will mir das mal angucken. Ah, ich sehe schon. Misanthropus 88 ist jetzt ein Bird Rider. Misanthropus. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Dankeschön. Super nice von dir. Dankeschön für das Sub. Dann waren es nur noch 5. Ich muss die Sub-Goals höher setzen. Ich merke schon. Super cool. Dankeschön. So.
Jetzt schieben wir das mal nach rechts, auf jeden Fall. Und dann muss das hier auch nach rechts, auf jeden Fall. Und dann müsste es schon passen. Tada! Was finden wir da drin? Ein Stöpsel. Ein Läuferstecker. Da war was mit einem Schachrätsel. Das ist gerade für mich total crazy, tatsächlich, ohne Witz, dass ich das Spiel bis gerade eben noch so relativ gut kannte. Und das ist gerade für mich so... Warte mal, was? Wirklich? War das damals so? What? Total cool. Okay. Jetzt haben wir überhaupt wieder durch die Tür gehen können. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. What? Jyrissa 84 ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Vielen Dank, Alexandra, für den Sub. Geschenk. Sub an Jyrissa. Ja, ich glaube schon. Dankeschön. Super nett von dir. Falsche Tür. Kann ja mal passieren. Vor lauter Subs. Dankeschön, Leute. Das ist echt voll cool. Typisch Croft. Zu viel Geld. Vielleicht gehört sie zur Familie von Lara Croft. Wer weiß. Aber vielleicht hat Lara alles geerbt. Unverschämtheit. Zombies! Kann ich meine neue modifizierte Pistole ausprobieren? Macht die jetzt eigentlich mehr Schaden? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die macht, wenn man die modifiziert. Ja, wenn das der neue Standard ist, macht die definitiv mehr Schaden. Doppelschuss! Wo guckt denn Leon hin? Warum guckt denn der nach unten? Was ist denn da unten? Ups. Draufhalten, Dreiersalbe. Ja, genau, das kann sie jetzt auf jeden Fall, aber macht sie auch mehr Schaden. Du kannst deine Pistole auf automatisch stellen. Ja, aber das will ich gar nicht. Aber macht sie nicht auch mehr Schaden? Das wäre nämlich schön, muss ich sagen. Fände ich schon schön. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habt ihr recht. Abkürzung. Das hat gerade so Dark Souls-Vibes irgendwie mit dieser Leiter, die man von oben runterlassen kann. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum die gerade random zwei Schüsse schnell hintereinander geschossen hat. Oh, ungünstig. Das ist aber wirklich so gut. Hey, ohne Witz, das ist im Vergleich zum ersten, zum Original, so gut, dass man die jetzt auch treffen kann, wenn die sich gerade in ihren Animationen befinden. Das war ja im ersten nicht so und ich fand das jetzt, als wir den ersten gespielt haben. Wir sind da noch nicht fertig. Ich muss mit Chris noch schnell durchspielen. Aber es war im ersten super frustrierend, finde ich. Dass man immer warten musste, bis die ihre Animationszyklen abgeschlossen haben und dann darf man erst wieder schießen. Oh, hat mich auf Dauer schon genervt, muss ich sagen. Der zweite ist, ich muss sagen, ich finde den zweiten definitiv besser. Definitiv. Hi, Eisenohr. Ich finde überhaupt der Soundtrack, aber der Soundtrack war auch schon im ersten gut. Man kann von der Qualität der Dialoge und so weiter viel über den ersten sagen, ne? Aber der Soundtrack war auch im ersten schon super und der ist auch im zweiten super. Da haben sie nicht gespart, glaube ich. Also das war anscheinend der Part, wo sie noch am meisten Budget, abgesehen vom Game Design selbst, halt gesteckt haben. Oder es war einfach billig, kann auch sein. Tagebuch der Sekretärin A. Ist das jetzt das Tagebuch der Sekretärin A?
dann gibt es noch, ne, so die Reihenfolge. Oder war das die Sekretärin A? Weißt du, die waren denen so wurscht, den Polizisten und Polizistinnen, die haben denen nicht mal Namen gegeben. Die haben die sich nie gemerkt. Das war Sekretärin A und B. Whatever. Also Tagebuch von Sekretärin A, der nicht gewertschätzten Verwaltungskraft. 6. April. Ich habe heute aus Versehen eine der Steinstatuen im Obergeschoss bewegt, als ich mich dagegen gelehnt habe. Als der Chef das rausgekriegt hat, war er stinkwütend. Ich schwöre, er hat mir fast den Kopf abgerissen und mich angebrüllt, die Statue bloß nie wieder anzurühren. Wenn die Dinger so wichtig sind, sollte er sie vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit rumstehen lassen. 7. April. Ich habe gehört, die ganze Kunstgegenstände aus der Sammlung des Chefs sollen seltene Sammlerstücke sein, die wirklich Hunderttausende von Dollar wert sind. Ich weiß nicht, was für mich das größere Rätsel ist, wo er diese ganzen hässlichen Dinger findet oder wo er das Geld hernimmt, um sie sich zu leisten. Ach, guck mal, habe ich gerade noch gefragt, weil ich mir selber nicht mehr sicher war, wie das im Original war. Im Remake haben wir eben ein Museum. Es ist die Hintergrundgeschichte vom Polizeirevier. Und hier haben wir jetzt einfach nur die Begründung, dass der Polizeipräsident Kunstsammler war, der da Millionen in sein Revier gestellt hat. Fingil 13 ist jetzt ein Birdrider. Vielen Dank. Die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Fingil, vielen, vielen Dank für dein Sub. Freut mich riesig. Super nett von dir. Und Sven, vielen Dank für, wie nennt man das, wie heißt das? Das hat einen Namen. Vielen Dank für den Euro auf jeden Fall. Superchat, ganz genau. Superchat ist es. Vielen, vielen Dank für den Superchat. Dankeschön. Mai. Es hat mich nicht überrascht, als der Chef heute mit noch einem großen Bilderrahmen in der Hand ankam. Diesmal war es ein wirklich scheußliches Gemälde von einer nackten Person, die hänge. Das habe ich schon verbrannt, glaube ich. Die gehängt wird. Es würde die Sekretärin freuen, dass ich das angezündet habe. Mich schaudert bei dem Gesichtsausdruck des Chefs, mit dem er das Bild anstarrte. Ich verstehe nicht, wie jemand so etwas als Kunst betrachten kann. Da sind wir jetzt aber auch ein bisschen engstirnig, liebe Sekretärin A. Alte Schreibmaschine. Speichern. Ich meine, ich habe den Gesichtsausdruck vom Polizeipräsidenten nicht gesehen, muss man fairerweise sagen. Glaub schon, dass der ein ziemlich ekelhafter Typ ist, auch schon, ne? Okay. Bin jetzt auch auf Twitch dein Follower. Das ist super nett von dir. Ja, das ist der rote Diamant in der Statue. Birdrider, mein Held. Dankeschön, Ingo. Ebenfalls. Spielst du beim Remake die Claire-Route? Ich glaube, beim Remake vielleicht spielen wir wieder beide. Ich kann mir vorstellen, dass wir beim Remake wieder beide spielen. Black Sabbath, auch dir vielen, vielen Dank für den Superchat. Nice. Ich danke euch allen. Ihr seid meine Helden. You're breathtaking. So, gespeichert habe ich schon, ne? Ich räume das jetzt weg hier. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Ich habe so viel Heilung und so wenig Munition. Ich glaube, das Spiel will mir was damit mitteilen. Ich glaube, ich sollte weniger schießen und mehr mich treffen lassen und durchlaufen. Aber ich mag schießen, muss ich schon sagen. Ich räume die Räume gerne auf. Leon räumt die Räume auf. Remy räumt die Räume. Zäume. Also sich ein Bild von einer nackten Person, die gehängt wird, an die Wand hängen, ist schon ziemlich krank. Wenn du so sagst, es wäre jetzt nicht meine Wahl. Es wäre jetzt nicht meine Wahl fürs Wohnzimmer. Aber man sollte Leute nicht gleich vorverurteilen. Es ist schon weird. Okay, es ist schon weird. Oh, Entschuldigung. Aber sie brennen irgendwie. Das muss so, glaube ich. Nö, nö, alles gut, das muss so. Oh, shit. Keine Munition mehr. Jetzt lebt er noch.
Aber jetzt noch einen Pumpgun-Schuss verschwenden? Er ist schon ein bisschen aufdringlich. Nee, komm, ich habe überhaupt nichts mehr. Aber ich muss hier nochmal rein später und dann lebt er. Ah, Dilemma. Du bekommst später WD-Mac-10-Mo. Was? Die Schachfigur kannst du in die Kiste parken. Ah, okay, mache ich das, wenn ihr das sagt. Knusprig, echt heißer Typ. Ja, das stimmt. Oh, guck mal. Jetzt kommt erst die Black Sabbath Donation. Ich sag ja, die Connection zu YouTube spinnt irgendwie noch, ne? Da müssen wir noch ein bisschen basteln. Aber sie ist wenigstens gekommen. Danke nochmal. Okay, ich lass den. Messer, ja, habe ich auch nicht dabei, aber muss auch nicht sein. Oh oh, ich höre Raben. Sie haben das Schloss geöffnet. Ist das jetzt, geht das jetzt zu der Treppe, wo ich vorher war? Ich habe, wenn ich nur Orientierungssinn hätte. Ach, die Maschinenpistole. Ah, alles klar. Ja, ich sollte, glaube ich, trotzdem ein bisschen Munition sparen. Nicht, dass wir uns in eine Sackgasse spielen. Das wäre nervig. Hallo, King Paulus, wie geht's? Er ist tot, Jim. Ja, Pistolenmunition. Das lobe ich mir. Die machen das in dem Teil oft, ne? Dass erst ein Beschreibungstext kommt und dann kriegt man... ich will eigentlich nachladen. Und dann kriegt man erst den Loot. Ah! Raben sind so nutzlose Gegner. Worst Bioweapon ever. Ich glaube, in Wirklichkeit ist so eine kleine, fliegende, spitzschnabelige Kreatur gar nicht so blöd als Biowaffe. Aber... Im Spiel, in Resident Evil 2 und auch 1 und darüber hinaus sind die halt einfach wirklich die weirdesten und bescheuertsten Biowaffen. Die machen einfach gar nichts. Ich werde mal versuchen, dass ich an denen vorbeilaufe. Ja, habe ich sehr gut gemacht gleich mal. Aber wie gesagt, Heilmittel habe ich. Munition müssen wir sparen. Wir werden mal versuchen, dass ich mit denen kuschel. Vielleicht werden sie dann lieb. Vielleicht fehlt ihnen nur ein bisschen Liebe. Welcher Virus-Zombie sind die klügsten, deiner Meinung nach? Welche Virus-Zombies sind die klügsten? Was meinst du mit Virus-Zombies? Heißt das, die müssen entweder mit dem T oder G oder Progenitor oder was auch immer mit irgendeinem Virus infiziert sein? Nichts Besonderes, das ist ein Vorhängeschloss. Das schreit nach Loot, aber gut. In Resident Evil 6, die mit dem C-Virus quasi infiziert sind, warum ist hier drin keine Kiste? Die können zumindest Waffen benutzen. Das könnte ein Zeichen für intelligent sein. Wenn man die Plugger dazu rechnet, deswegen frage ich mit Virus-Zombies, was da gemeint ist. Wenn man die Pluggers mitdenkt, dann definitiv die Plugger, gerade wenn es die weiterentwickelten Plugger sind. Genau, aber wenn es nur um Virus geht, dann würde ich sagen C-Virus-Zombies wahrscheinlich, ne? Ich überlege gerade... Ich kann schwer einschätzen, wie intelligent Chi ist. Ich meine, der ist nur noch von Trieben getrieben. Ne? Wahrscheinlich nicht sehr intelligent, Birkin, am Ende. Oh, aber das ist so ein guter Schocker. Ich wusste, dass es irgendwann kommt. Ich wusste nicht mehr wann, aber das war im Original großartig. Also beim ersten Mal. Damit rechnet man nach der 100. Türsequenz halt einfach absolut nicht mehr. Es ist so gut. Die sind so gut. Wirklich cool, oder? Liebe ich total die Stelle.
Es ist viel zu gefährlich, wieder rauszugehen. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Na super. Damn it. Ah, nee, warte, ich konnte das Rad nehmen. Das Einzige, was wir jetzt hier lassen, ist das Schreibmaschinenpapier. Farbband. Finde ich auch ein bisschen schade. Aber ich verschieße jetzt auch keine 5-Schuss-Munition deswegen. Also lassen wir es einfach liegen und gehen. Ich speichere einfach nicht so oft. Schaust du gern Zombie-Filme? Ich schaue tatsächlich gerne Horrorfilme, aber irgendwie nicht immer. Ich habe so Phasen. In denen schaue ich dann wirklich gerne Horrorfilme. Habe ich jetzt auch Anfang Oktober wieder gemacht, so Halloween-mäßig. Und werde es jetzt auch Ende Oktober wieder machen, so Halloween-mäßig. Aber dann reicht es mir irgendwie auch wieder. So, wo ist denn jetzt das Ventil, das ich drehen muss? Da hinten. Ja, gut. Ich finde deine Stimme echt angenehm. Schlaf immer dabei ein. Dankeschön. Ich nehme das als Kompliment auf. Ich glaube, so ist es auch gemeint. Dass du einschläfst, wenn ich rede. Zum Glück hat der irgendwie ein Loch genau richtig und Leon wusste das und keine Ahnung. Lykans sind halt echt sehr ähnlich zum Plagger. Ja gut, aber die sind ja wieder keine Virusdinger, ne? Die sind ja Pilzis. Ist ja wieder was anderes. Aber das ist tatsächlich, wenn man jetzt mal vom Virus weggeht, schwer zu beantworten, ob die Lucans, die Werwölfe quasi, ob die intelligenter oder weniger intelligent sind als die Plagger. Weil die leben ja auch in ihrem Bau mehr oder weniger, in ihrer Festung, ne? Und scheinen da schon irgendwie so ein bisschen miteinander zu interagieren und alles, keine Ahnung. Wer weiß. Doch, die Mechs sind tatsächlich, die kann man sich tatsächlich teilweise als ROM holen. Ist schon ganz cool. Kurz auf die Karte spicken. Die Tür hinter mir führt runter. Ne, wir wollen jetzt eher am brennenden Hubschrauber vorbei. Außer du sagst wieder tausendmal das Wort Ustanak. In einer alle Resident Evil. Sage ich das in dem Video so oft? Ich finde aber, das ist auch ein angenehmes Wort irgendwie. Das rollt einem so schön von der Zunge. Rollen ist das falsche Wort, aber es fühlt sich angenehm an, das zu sagen. Ustanak. Ich mag das. Ustanak. Schönes Wort. Oh, ich hasse manchmal mein... ich muss aber unbedingt alles mitnehmen. Eine Steinstatue in voller Rüstung. Am Sockel steht Tyrannos, der Tapfere, erwacht mit 2 Lichtern. Soll ich das da anzünden? Da brennen eh schon 2 Lichter. Ich weiß nicht, was sie will. Warum hat Leon eigentlich Feuerzeug dabei? Raucht Leon? Ich glaube, Leon raucht eigentlich nicht. Ich glaube, man sieht Leon nicht rauchen. Ah... Ich brauche die Edelsteine hier. Okay, dann gehen wir nochmal. Gehen wir nochmal zurück. Lieber Zombie, der da draußen noch wartet. Kannst du mich, wenn ich jetzt vorbeilaufe, bitte nicht beißen? Dankeschön. Der steht da gut platziert, den lassen wir einfach. Der tut nichts. Der tut nichts. Dönnet. Dönnet ist ein schönes Wort. Was ist denn dönnet? Und naja, wenn man 15 Jahre sich in einen Kälteschlaf legt, ist man auch mit T. Veronica sehr klug. Oh, da hast du recht. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber da hast du absolut recht. Dragnarok. Das ist wahrscheinlich die richtige Antwort auf die Frage. T. Veronica Virus plus...
Es ist grundsätzlich der T-Veronica-Virus, ne? Alexia Ashford musste sich zwar in den Kryoschlaf legen, aber die Tochter von dem Drogenboss aus Darkside Chronicles, Name fällt mir gerade nicht ein, und Krauser sind ja auch mit dem Veronica-Virus infiziert. Zumindest wird es bei Krauser heavily implied. Und die sind auch ziemlich klug. Insofern, ja, doch, da habe ich gar nicht dran gedacht. T-Veronica-Virus ist definitiv die Antwort. Und die übertreffen dann sogar andere Infektionsarten, nicht nur Viren. Außer natürlich, oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Außer natürlich die Kontrollplagger. Die sind halt auch noch normale Menschen. Genauso wie Veronica Monster. Aber irgendwie ist das von der Lore her komisch, ne? Ist mir noch nie aufgefallen. Aber sind nicht in Code Veronica alle mit dem Veronica-Virus infiziert, auch die normalen Zombies? Warum werden Krauser und die Tochter vom Drogenboss zu so Superhelden im Grunde? Weird. Ein paar Maulkörbe, das wäre gut. Maulkorbwerfer wäre doch die ultimative Waffe für so ein Zombie-Survival-Horror-Spiel. Aber dann wollen die einfach nur noch kuscheln. Dann ist das voll in Ordnung. Ich meine, so Zombies, T-Virus verstärkt schon die Muskulatur, ne? Die sind immer noch ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob die einem nicht auch wehtun können, wenn die einen packen und so. Aber wäre schon mal besser, wenn die nicht mehr beißen, definitiv. Oh oh. Der Königsstecker und der Revierschlüssel. Hurra! Kanufex, vielen Dank für den Superchat. Freut mich sehr. Danke für deine tollen Videos. Danke für deinen tollen Superchat. Super nett. Freut mich sehr. Ist In der großen Vase ist Pistolenmunition. Dankeschön. Das sind coole Tipps, ne? Das sind Tipps, die dürft ihr mir gerne geben. Ich mag tatsächlich die Rätsel, an die ich mich... Schreibmaschinenpapier, aber holen wir trotzdem noch. Die Rätsel will ich wirklich gern selber lösen, an die ich mich nicht mehr so gut erinnern kann. Das finde ich ganz nett. Aber wenn irgendwo Loot versteckt ist, dann immer her damit mit den Infos. Die Kiffertheorie war auch nicht schlecht. Ich find wirklich, dass die erstaunlich gut passt. Also, ich glaube nicht, dass das tatsächlich der Hintergrund des Entwicklungsteams war, dass die sich das dabei gedacht haben. Aber die Theorie passt sehr gut zu fast allen Aspekten des Spiels. Aber in den Kommentaren hat einer geschrieben, wie passen die Haie in die Theorie. Und da muss ich echt sagen, okay, das weiß ich auch nicht. Ne, damit so eine Theorie wirklich gut passt, so eine Interpretation, ist es immer gut, wenn man alle Elemente mit dieser Theorie vereinen kann. Und die Haie kriege ich nicht in die Drogengeschichte rein interpretiert. Muss man schon sehr weit herholen. Aber abgesehen von den Haien passt schon alles sehr, sehr gut, finde ich. Ist schon eine schöne Theorie. Mag ich schon auch gerne. Ich lege jetzt mal die Kurbel weg. Wetten, wir brauchen die Kurbel nie wieder. Gibt es in irgendeinem Resident Evil Spiel Pümpel? Ich glaube nicht. Aber eine Pümpel-Gun wäre auch gleichzeitig eine ziemlich gute, Maulkorb-Gun. Ich mag Tyrants bzw. Biowaffen, die sprechen können. Am geilsten ist das Simmons in Phase 2 der Knochen-T-Rex. Ey, Simmons ist einfach nur noch so over the top. Ich finde es schon lustig auch, wie bekloppt er ist. Ich finde es schon auch echt lustig. In die Kiste fehlen noch zwei Schachfiguren. Ja, genau, haben wir. So, in die Vase. Nichts drin. Jo. Die Speicherraummusik ist aber in fast jedem Resident Evil ist, finde ich, die Safe Room Musik das Highlight.
Doch, ich weiß, wie das passt. Gib doch einen betrunkenen Hai in The Simpsons. Na also, dann haben wir es. Die Haie sind offensichtlich, ganz klar, eine Referenz für Alkoholmissbrauch. Weil es gibt den einen betrunkenen Hai in Simpsons. Bam, passt die Theorie wieder. Man müsste nur gucken, ob die Hai-Folge, die betrunkene Hai-Folge von The Simpsons, vor... so bescheuert. Vor Resident Evil 1 erschienen ist und dann passt es wieder. Es ist eine Simpsons-Referenz. Ich glaube, ich habe gerade erst gespeichert, ne? Aber wir haben genug Speicherbänder. Passt schon. Raus damit. Der kleine Schlüssel ist für die Schublade. Welche Schublade? Hey, Anor. Habe ich irgendwo eine Schublade übersehen? Ich habe schon eine geöffnet, da haben wir die Waffen-Upgrades gefunden. Aber die meinst du wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich irgendwo eine Schublade übersehen habe, sagt es mir gerne. Der hieß Sharkman und sollte Duffman ersetzen. Okay. Kam vor Resident Evil 1. Na dann, perfekt. Nee, Duff McShark hieß er. Dann ist die Theorie gerettet. So. Oben haben wir jetzt ganz schön abgegrast alles, ne? Ich frage mich, ob es auch Frauen gibt, die die genetischen Anforderungen für eine Tyrant-Verwandlung erfüllen. Theoretisch, glaube ich, ist das absolut möglich. Es gibt, so viel wir wissen, halt nur eine einzige Person, die diese Anforderungen tatsächlich nachgewiesen erfüllt. Das ist zufällig ein Kerl, aber es gibt jetzt keinen Indiz dafür, dass es unbedingt ein Mann sein müsste, würde ich sagen. Unten in der Kiste erstes Obergeschoss. Unten erstes Obergeschoss. Von der Haupthalle aus, vor dem Gang mit dem Licker, wo auch eine Kiste ist. Da ist eine Schublade. Ach, wirklich? Habe ich die übersehen? Okay, dann gehe ich da nochmal hin. Ich stelle gerade fest, ich habe echt viel Farbbänder übersehen. Ja, Farbbänder und Heilung habe ich echt genug aktuell. Ich hätte nur gern mehr Munition. Ich würde gern, ich bräuchte einen Händler jetzt. Auch die klassischen Resident Evil Spiele wären besser mit einem Händler. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn da jetzt irgendwo so ein Kerl mit einer Kutte stehen würde und ich würde dem irgendwie 500 Heilkräuter reinschieben und dafür gibt er mir 20 Pistolenmunition, ich wäre happy. Aber andererseits verkauft der Resident Evil 4 Händler auch keine Munition, ne? Insofern, ja, schade. Eventuell ist das Haibecken nicht mit Wasser, sondern mit Cannabisöl gefüllt. Ja, ihr seht schon, es ist schwierig, den Hai wirklich gut einzuflechten in die Theorie, ne? Man muss schon ein bisschen weit denken. Nichts Außergewöhnliches. Empfang. Resident Evil 2, damit wurde ich angesteckt von der Reihe XD. Hey, Dark the Wolf, vielen Dank für die 100 Bits. Geht mir genauso. Ich war auch mein erstes Resident Evil. Ah, das ist aber ein unscheinbares Kästchen. Sehr schön. Johnny's Arms. Gut, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Pistolenmunition auf der hohen Kante. Finde ich ganz gut. Sehr gut. So, was machen wir denn jetzt? Ah ja, wir haben ja einen neuen Schlüssel gefunden. Wir haben den Peak-Schlüssel. Geformt wie ein Karo. Achso, Karo. Ich spiele kein Poker. Keine Ahnung. Wir haben den Karo-Schlüssel gefunden. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt lila Türen benutzen. Auch die Karte ist so viel besser und sinnvoller als in Resident Evil 1. Also, ich muss schon sagen, der zweite hat viele coole Fortschritte gemacht im Vergleich zum ersten. Doch, doch. Sehr, sehr cool. Hi, Idolem. Wie geht's? Cool, dass du reinschaust. Der Händler verkauft quasi, genau, aber nur im Original, ne? Verkauft er auch Munition, wenn man die Upgrades strategisch einsetzt, ja. Aber leider nur im Original.
Was wollte ich machen? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt in den Verhörraum können. Deswegen nehme ich Schrotflintenmunition mit. So, zwei Plätze müssen reichen für Loot. Okay, einfach durch und dann... Ah, okay. Ich verstehe. Beim Safe Room unter der Trapper. Mit Safe Rooms unter der Trapper hat Resident Evil irgendwie ein bisschen. Hallo, ich wünsche tollen Stream und viel Erfolg. Mag deine Arbeit als alter Resi-Hase sehr. Vielen, vielen Dank. Freut mich. Okay, Moment, nochmal kurz die Karte checken. Aha, jetzt gehen wir erstmal dahin. Genau. Kommt der Tyrant dann bei Claire ständig? Was meinst du jetzt? Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Wahrscheinlich saß so ein Polizeirevier die ganze Zeit auf. Wahrscheinlich sind die immer heimlich hier reingegangen in den Aktenraum und haben sich versteckt vor der Arbeit. Und ich finde es okay. Ich kann es voll verstehen. Ich mache euch keinen Vorwurf. Das Schloss ist kaputt. Aber ich höre noch irgendwo einen Schlürfi. Oh, zwei Schlürfis. Wow, gemeiner Hechtsprung des Todes. Aber Spatmunition ist auch gut. Treffe ich den? Ich bin mir leider nicht sicher. So. Wir haben ein leichtes Aua, aber nicht so stark, dass ich gleich ein Heilspray dafür benutzen würde. Mülleimer. Schließfächer. Kann ich hier nichts machen? Was habe ich dir alle umgebracht? Schade, schade. Zweiten Spieldurchlauf kommt dann Mr. X. Ah, ja. Das Schloss ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Ist das wirklich nur ein Durchgangsraum? Ist hier sonst nix? Kann ich mich nicht mehr erinnern, dass es so ist. Moment mal, der Raum wird doch nicht komplett nutzlos sein, oder? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas habe ich doch übersehen. Hallo. Das ist die GameCube-Version, die ich hier spiele. Ich verstehe immer Highspray und denke an Batman. Ja, das ist großartig. Für Munitionsverballerei. Da war ein Film drin. Der Raum ist eher für Claire wichtig. Hey, das ist voll gemein. Dass die mir hier quasi so eine Falle reinbauen. Hey, was haben wir denn hier? Heilkraut. Das ist gut, das nehme ich gleich. Das ist perfekt. Das habe ich gesucht, sowas. Tada! Pollux 84 ist jetzt wieder leider. Pollux, vielen Dank. Tentakel der Tiefe mit dir sein. That escalated quickly. Der Herzschlüssel. Sehr schön.
Ach, okay, alles klar. Ich war gerade verwirrt. Ihr wisst ja, Orientierungssinn und so. Aber ich bin schon wieder auf der Höhe. Hey, ich habe das viel dramatischer in Erinnerung tatsächlich mit der Verwandlung. Ich habe das viel mehr als so ein Wow, das war voll crazy. Und dann wird Marvin Zombie und so, voll heftig. So habe ich das in Erinnerung. Das war was, über das haben wir auf dem Schulhof geredet, als wäre es irgendwie der Eck des Jahrtausends. Und dabei ist es aus heutiger Sicht doch relativ, ne? Relativ, wurscht. Hey Titus, ich glaube, wenn man auf den Kopf zielt, braucht er nur einen Shotgun-Schuss. Ja, bestimmt. 10 habe ich mir damals in die Hose gemacht. Ja, total. 29. September, was Michaelisfest. Oh, okay, I guess. Oh, willkommen Leon, stand da gerade. Tja. Das wäre unser Geburtstagstisch gewesen. Geburtstagstisch? Ja, ihr wisst schon, whatever. Memo an Leon. An Leon S. Kennedy, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Versetzung zum Polizeirevier Raccoon City. Wir freuen uns alle, Sie als neuen Kollegen begrüßen zu können. Und wir versprechen, Sie gut zu behandeln. Willkommen an Bord, die gesamte Belegschaft des PRC. Ende. Memo an Leon aufgezeichnet. Die hätten mir ruhig ein bisschen Munition oder eine ordentliche Waffe schenken können. Ah, guck. Ja, beschwere ich mich schon nicht mehr. Danke. Ah, ich freue mich schon aufs Remake. Aber das Remake vom zweiten ist auch gar nicht ohne, finde ich. Das ist gar nicht ohne. So Schwierigkeitsgrad technisch. Da bin ich auch bei meinem ersten Playthrough das ein oder andere Mal in eine brenzliche Situation geraten. Ah, schon sehr cool. Okay, sieh sonst noch was. Das sieht so, ne, da ist so viel Gerümpel. Das sieht auch auffällig aus, da kann man alles nichts nehmen. Na gut. Fertig. Dankeschön. Schön war's. Wiederstehen. Zack. Mobbing am Arbeitsplatz, ja. Aber wer hat hier wen gemobbt? Er hat angefangen. Er hat mich gebissen. Dann habe ich ihm den Kopf zertreten. Vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, okay, dann können wir jetzt in den Verhörraum. Wir können ganz viel grüne Türen öffnen. Wir haben jetzt wieder viel vor uns. Um Gottes Willen, der Verhörraum. Ich habe so Flashbacks. Wirklich, es ist lustig. Ich weiß genau, was passiert und es wird gar nicht so schlimm, aber das ist für mich so der... Oh Gott, jetzt müssen wir in den Verhörraum, Leute. Jetzt wird super krass. Raum. Im Spind, wo vorher Marvin war, saß, ist noch Munition. Habe ich die nicht mitgenommen? Da, wo Marvin saß, ich gehe noch mal kurz zurück. Weil es weißt du bist. Weil ihr seid. Hey, ja, oh, wirklich, ne, Robert, das stört mich, dass die das Szenario B im Remake nicht schön gemacht haben. Das sind, es gibt ein paar so Kleinigkeiten im Resident Evil 2 Remake, wie auch, dass die Spinnen als Gegner fehlen und so weiter. Die stören mich einfach. Und wenn die noch drin wären, wenn die noch mal so ein Re-Remake mit ein bisschen Bonus, es ist ja nur so wenig, so ein paar Kleinigkeiten, wenn die noch verbessern würden oder ergänzen würden, dann wäre es einfach perfekt, absolut perfekt. Und es ist so schade, und ich höre nichts mehr. Das habe ich, glaube ich, mitgenommen. Und wenn du den Spind meintest, habe ich es auch mitgenommen, das da. Naja, und wenn die das noch ergänzen würden, wäre es einfach perfekt. Und ich würde mir wirklich so wünschen, der Tresor ist da auf jeden Fall im Remake. Der Spind, als er noch lebte. Oh Gott, wo der saß, als er noch lebte, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber du meinst schon den Spind hier, ne? Doch, doch, das habe ich mitgenommen. Das hast du, blablabla. Würde ich auch sofort als DLC kaufen, absolut. So ein paar nur zusätzliche Gegner und das B-Game nochmal richtig gut gemacht. Dann wäre es wirklich perfekt und dann hätte ich überhaupt keine Kritikpunkte dran. Dann wäre es absolut perfekt.
Und so ist, ich finde das Remake vom zweiten echt so gut, aber das ist immer so ein bisschen im Hinterkopf, so dieses, ja, aber es ist halt irgendwie nicht vollständig und das B-Game haben die nicht richtig gemacht und ne, das schwingt immer so mit für mich. Das macht's mir ein kleines bisschen madig. Es ist natürlich alles nicht so tragisch, aber es hätte fast perfekt sein können. Fast. So knapp. Ja, macht ja nix. Macht ja nix. Weißt du, dass die Pflanzengegner neu interpretieren und da so Pflanzenzombies draus machen? Das finde ich voll in Ordnung und voll cool. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ganz im Gegenteil. Aber dass die pflanzenmutierten Licker und die Spinnen komplett weglassen, fehlt mir einfach. Selbst wenn die nur eine kleine Rolle spielen. Es ist ein Inhalt, der einfach fehlt. Das finde ich schade. Okay, macht euch bereit für den größten Schocker des Jahrtausends. Wir werden vom Stuhl fallen, obwohl wir darauf vorbereitet sind. Ich habe jetzt schon Angst. Kabel 1 mitnehmen. Und dann nehmen wir noch die Schachfigur. Und dann Tja, Licker, hättest du mal noch bitte einen Schuss vielleicht mehr brauchen können? Verdammt, da kann ich das Heilspray nicht mitnehmen wegen dem. Danke, Licker, danke. Ach ja, früher waren wir halt einfach ein bisschen jünger und so, ne? Aber das war der absolut krasseste Schocker ever. Oh ja, die Riesenmotte, du hast absolut recht, die fiel ja auch noch. Ah. Ja, ist auch wirklich so. Ist auch wirklich so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich finde, das Resident Evil 3 Remake ist richtig schlecht. Das ist übertrieben. Aber dass da so viel Inhalte fehlen, stört mich sehr stark. Dabei bin ich jetzt nicht mal so der allergrößte Fan von Nemesis. Das habe ich in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal durchgespielt. Und da war ich irgendwie bei einem Freund und wir haben das irgendwie gemeinsam gespielt und nebenbei irgendwie andere Sachen gemacht. Ne? Da habe ich gar nicht so die Erinnerungen dran. Das kenne ich tatsächlich eher, weil ich mich halt lore-technisch damit beschäftigt habe, aber jetzt vom selber spielen her kaum. Aber trotzdem hat es mich gestört, weil ich hätte halt gern auch das Remake so ein bisschen, gerade weil ich es nicht so gut kannte, dann als ja einfach vollständige Nacherzählung und Nachbildung vom Original gehabt und das war es halt nicht. Aber umso mehr freue ich mich jetzt auf Nemesis, weil das ist wahrscheinlich von den Hauptteilen, ja, definitiv, das ist von den Resident Evil Hauptteilen das ich am wenigsten kenne. Das wird für mich fast wie ein neues Spiel wahrscheinlich. Falsch. Gehen wir nochmal zurück, Leon. Machen wir nochmal. Der Hard Mode im Original ist brutal. Da frisst ein Zombie 15 Schuss. Ja, ja, die sind sowieso crazy. Dafür glaube ich, weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, dafür machen wir die Originalspiele. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ich glaube, die Original-Survival-Horror-Spiele machen wir nicht genug Spaß dafür, dass ich die auf super hart spielen würde. Das ist bei Resident Evil 4 zum Beispiel was anderes. Da hat es mir Spaß. Oh, come on. Teleportiert sich da an mein Bein, der Wicht. Was soll das? Bin ganz klar vorbeigelaufen. Da macht mir einfach das Gameplay. Wenn mir das Gameplay mehr Spaß macht, viel Spaß macht, beiße ich mich lieber durch irgendwie. Nicht, dass ich das nicht mögen würde, aber es huckt mich nicht ganz so. Na guck. Das ist doch genau das, was ich gesucht habe. Kabel benutzen. Das haben die im Remake quasi mit den Brettern neu interpretiert. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ein Fan von dieser Brettermechanik aus dem Remake bin. Die stört mich jetzt auch nicht oder so.
Wer hat bitte Schrotmunition in den Putzeimer gelegt? Was ist denn los in diesem Polizeirevier? Was war denn da los, bevor die Zombie-Apokalypse kam? Come on! Willst du jetzt echt alle echt plus... Ja, genau. Alle Resident Evil, nicht nur die Hauptteile, sondern auch die Spin-Offs. Spielen wir alle der Reihe nach durch. Ich habe mir das schon durchgerechnet. Wir werden dafür mindestens ein Jahr brauchen, wenn nicht sogar länger. Aber haben wir schon fast einen Monat geschafft eigentlich. Kannst du jetzt mal nicht so viel Munition fressen? Dankeschön. Sehr nett von dir. Oh! Gemeinheit. Der zweite Teil ist so viel besser, ne? Alles ist so viel dynamischer. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ich da von zwei Hunden in die Ecke gedrängt wurde im ersten Teil? Und ich kam einfach nicht mehr raus, weil die mich zu Tode gekombot haben und so weiter. Der zweite Teil ist so viel weniger steif irgendwie und ist dynamischer und... wirklich, die haben das... Das war mir gar nicht bewusst, was da auch technisch und vom Gameplay her für einen Schritt passiert ist, für einen Sprung passiert ist. Vom ersten auf den zweiten, da hat sich wirklich was getan. Resident Evil 8 mit der VR-Brille gespielt. Ich habe Resident Evil 7 mit der VR-Brille eine Zeit lang gespielt. Aber leider wird mir vom VR super schlecht. Es ist schade, wirklich. Ich finde VR super faszinierend und sau cool, aber... Leon, geh einfach runter. Gehen wir einfach runter, Leon. Komm. So. Blöde Hunde. Ein geheimes Waffenversteck. Okay. Wo sind wir? Ich weiß nicht mal, wie wir hier jetzt gelandet sind. That escalated quickly. Aber hier ist ein Safe Room, das ist gut. Ja, ich finde das wirklich sehr cool. Ich wollte das schon lang machen, dass wir mal wirklich alle Resident Evil Spiele am Stück spielen oder dass ich es mache. Und ich habe mir gedacht, warum nicht einfach gleich als Projekt, als Stream, anstatt nur für mich alleine, wie ich es ursprünglich geplant hätte. Weil gerade die alten Teile wie den hier habe ich ja wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Das ist für mich so ein nostalgischer Trip. Und die neueren kenne ich zwar noch viel besser, aber die mag ich halt einfach auch gerne und spiele die auch so immer wieder mal. Und es gibt nur wenig Resident Evil Teile, auf die ich glaube ich so gar keinen Bock eigentlich habe, aber die spielen wir trotzdem. Das hilft nichts. Nein, ich wollte nur gucken, ob man das Schild lesen kann. So, speichern wir erstmal. Jupp. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere meinen Let's Play-Kanal. Den Link findest du auf der Hauptseite von meinem Hauptkanal unter andere Kanäle quasi. Oder such einfach Lens with Bird Rider Let's Play. Und da gehen die ganzen Stream-Aufzeichnungen und auch Let's Plays online. Da ist auch schon der komplette erste Teil mit Chill. Und ich glaube, es fehlen noch ein, vielleicht zwei Folgen für Chris. Dann sind wir da auch durch. Also da gibt es schon ganz schön was nachzuholen, wenn du das noch nicht gesehen hast. Und die Streams landen da auch alle auf jeden Fall. Hallo, kleiner Fritz übrigens. Und hi, Ivan. Nee, wir werden es heute nicht durchspielen. Ich mache jetzt tatsächlich um 9 machen wir heute schon Schluss. Aber ein bisschen haben wir noch. Und wie gesagt, morgen dann der Bonus. Der zweite Resident Evil 1 Bonus wurde erreicht. Das Ziel waren 4040 Abos auf dem Let's Play-Kanal. Die haben wir zusammen. Und deswegen schauen wir uns morgen mal Alone in the Dark an, den ersten Teil. Der Zaun ist kaputt. Zu klein für einen Erwachsenen. Weirdly specific irgendwie. Und ja, schauen uns das mal an. Gucken mal rein. Auch Alone in the Dark werde ich nicht durchspielen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das wird nervig und frustrierend. Aber super interessant, glaube ich. Warte, kann ich das... Nein, die lassen... Ja, dann gehen wir einfach klären. Nehmen wir das rote Kraut nicht mit. Egal. Hast du auch den neuen... Anime-Film Resident Evil. Ja, nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe vorher schon gesagt, die CGI-Filme finde ich meistens ein bisschen langweilig. Ich weiß schon, dass die eigentlich Kanon sind und zu Resident Evil gehören.
aber irgendwie habe ich die nie so wirklich als Teil des Hauptkanons gesehen, auch wenn sie es technisch gesehen sind. Ich werde mir den schon mal anschauen, wenn sich die Möglichkeit bietet, aber ich bin da nicht so gehypt deswegen. Die Kellermusik am gruseligsten, die jetzt, die wir hier gehört haben, die ist schon unheimlich, finde ich auch. Ich laufe einmal kurz durch den Raum. It's quiet, too quiet. Notstromschalter. Sie können die Energie mit diesen 5 Schaltern in Unterversorgungsbereich umleiten. Wenn Sie die gesamte Energie nutzen, könnte das einen Kurzschluss und einen Stromausfall verursachen. Auf was muss ich denn kommen? Auf 80? Oder was? Ah, oh Gott. Na, guck. Das war leicht. Und dann haben wir hier noch die Karte vom Polizeirevier Keller. Dankeschön. Nice. Hey Dr. Roxo, wie geht's? Ich bin großer Fan deiner Videos, wollte einfach mal Danke sagen für die Lore-Videos. Vielen Dank. Super nett von dir. Da ist ein Zelt im Regal, ja. Also das sah wirklich komisch aus. Ich finde eher wie so eine alte Schatzkarte sah das aus. Achso, du hast Zettel geschrieben. Ich habe Zelt gelesen, aber ich finde es sieht wirklich eher, weiß ich nicht, wie was Weirdes aus. Okay. Deine Lore-Videos mit der Stimme und dem Hintergrund sound echt gut. Dankeschön. Finger weg, da muss ein Elektriker ran. Wenn du wüsstest, was ich alles mache, wo eigentlich Handwerker ran müssten. Auch in real life. Dass ich noch lebe, weiß ich wirklich nicht. Für alles gibt es ein YouTube-Video, ist kein Problem. Na, kleiner Hänger. Hatten wir schon öfter, nicht aufhängen. Gut. Waffenlager. Verdammt, ich habe kein Waffenlager-Karte dabei. Oh, Parking. Der erste Auftritt von Ada Wong. Inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Ich meine, sie hat auch gerade auf ihn geschossen, ne? Es ist ein bisschen verständlich, dass er ein bisschen aggro ist. Die Handbremse ist los, aber alleine kriege ich das nicht bewegt. Na, das steht doch Ada dafür, oder? Was ist los? Mach doch. Naja, Ada, dann... Achso, jetzt. Ich mache wirklich viel mit YouTube-Tutorials. Also es ist schon... Wirklich, also ohne Witz. Man kann wirklich viel selber machen mit YouTube-Tutorials. Ich sage immer, solange ich keine Wände aufstemmen muss, kann ich selber machen. Thank you.
Ist hier sonst noch was? Das ist so ein großer Raum. Komm, Schrotflinte im Polizeikofferraum. Irgendein Kraut? Irgendwas? Gib mir irgendwas, Spiel. Ich nehme alles. Mein Gott, guck mal, hier stimmen die Proportionen irgendwie nicht, ne? Hier haben sie, was ist das für ein riesen Auto? Das sieht viel zu groß aus. Das geht Leon, die Motorhaube geht Leon bis zum Brustkorb. Was ist das? Naja. Okay, dann gehen wir halt da rein. Wenn Ada meint, die wird schon wissen. Wait. Leon ist schon sehr aggro ihr gegenüber, die ganze Zeit, ne? Das Resi-Quiz mit mir, auf dem Hauptkanal habe ich das hochgeladen, wenn mich nicht alles täuscht. Ui. Ich weiß gar nicht, ob ich das mitnehmen will. Doch, doch, wir haben grüne Kräuter im Inventar. Yeah, aber die haben jetzt... Wow, auf dem letzten Schuss. Dammit. Ich sollte immer nicht so viele Hunde erschießen. Das sind immer so Sätze, ne? Wenn die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Mit dem richtigen Werkzeug bekäme ich ihn wohl auf. Das haben wir jetzt leider nicht. Aber die Synchro ist auch im zweiten schon sehr viel besser als im ersten. Sehr viel ist vielleicht übertrieben, aber besser. Was ich schade finde, die ist nämlich im zweiten noch nicht so gut, dass man sagen würde, ja, wow, echt gute Arbeit, kann man nichts sagen. Aber sie ist nicht mehr so schlecht, dass es wirklich richtig zum Schreien lustig ist, wie im ersten Teil. Es ist nur noch so mittelschlecht. Und das ist eigentlich schade. Ich finde, das ist schon, weißt du, im ersten war es so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Insofern ist das hier eine Verbesserung. Warum? Ach so, wegen Hund. Na, jetzt Twitch, wollen wir mal nicht hier übertreiben mit dem Schimpfwort. Zensieren. Eine Schalttafel, mit der man ein Schloss öffnen kann. Ach so, Moment, ich muss wieder ins Fenster klicken. So. Das Schloss ist offenbar zu. Ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber ich kann verstehen, warum Ada immer vor Leon abhaut. Na, ich meine, Leon ist ja auch sehr unfreundlich gegenüber Ada jetzt die ganze Zeit gewesen. Der hat sie eigentlich nur angeschrien, obwohl er überhaupt nicht weiß, wer das ist. Sie hat auf ihn geschossen. Aber jetzt mal ehrlich, hätte Ada wirklich daneben geschossen, wenn sie treffen hätte wollen? Ich weiß es nicht. Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now! Die Hunde sind auch die nervigsten Gegner ever. In allen Teilen. What do you want? I'm trying to sleep here. Hey, Chilwell and Dime. Wir haben Prominenz. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you?
Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Den klingt ich so sehr aggro, ne? Look, if you want to live, then you're going to have really, to leave with me. It's true. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Ja, was sollen wir da sagen? Wo bin ich denn? Keine Ahnung, wo ich bin. Wo bin ich? Story of my life. Oh, na, wenn man damit mal nicht den Gullideckel öffnen kann. Den ich vorher irgendwo gesehen habe. Die Licker findest du schlimmer als die Hunde? Ich meine, die sind auf jeden Fall gefährlicher und so, aber ich finde, die Hunde sind schon die nervigsten Gegner einfach. Wo war denn jetzt dieser blöde Gullideckel? Ich kann mich doch nicht mehr erinnern. Da war er, ja. Okay, gut. Das Mannloch, genau. Manhole. Okay, dann benutzen wir mal das richtige Werkzeug. Ab geht's. Ich glaube, ich mag die Licker lieber. Ich finde die cooler, aber ich würde auch sagen, die Hunter sind gefährlicher. Sind krasser als die Licker, finde ich auch. Wollen wir einfach versuchen, da durchzulaufen und die Spinnen Spinnen sein lassen? Wenn die nicht Leon sein lassen, das ist die Spinnen sein und alle sind wir glücklich, oder? Ist doch nice. Warum denn nicht? Warum nicht einfach koexistieren? Ist doch alles gut. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Irgendwo. Am Ende der Welt. Licker und Hunter waren immer meine Angstgegner. Ja, ist ja klar. Oh ja, die Crimson Heads im Remake. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Mit gemischten Gefühlen freue ich mich schon auf das Remake auch. Ich freue mich auf so viele Teile in dieser Reihe. Großartig. Aber jetzt machen wir für heute Schluss, würde ich sagen. Ich habe gerade passend ein Safe Room gefunden. So Leute, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Heute bedingt durch den Co-Stream auf Twitch und YouTube. Ja. Ich werde hier von der Seite belästigt. Heute durch den Co-Stream auf Twitch und YouTube gleichzeitig haben wir absolute Rekordzahlen erreicht, was Zuschauende angeht. Super cool von euch, danke für die vielen Bits und Abos und Superchats und so weiter. Ihr seid die allercoolsten. Morgen um 18 Uhr spielen wir Alone in the Dark, quasi den geistigen Vorgänger, die Inspiration für Resident Evil. Und nächste Woche, Dienstag 18 Uhr, geht's dann weiter mit Resident Evil 2, aber bis dahin erscheinen auch auf dem Let's Play-Kanal jeden Tag so kurze 20 Minuten Let's Plays, damit wir zügiger durchkommen durch das Ganze. Schön, dass ihr mit dabei wart, habt mich gefreut. Ihr, die jetzt auf Twitch seid, mit euch raid ich jetzt mal noch weiter. Mir wurde nämlich gerade von der Seite gesagt, ich muss unbedingt zu Herrn Newstime raiden, weil der einen sehr amüsanten Karaoke-Stream macht. Das machen wir jetzt auch. Und alle, die auf YouTube zusehen, ich weiß nicht, ob es auf YouTube sowas gibt wie eine Raid-Funktion, aber zu euch sage ich jetzt einfach Tschüss.
Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.